Ja, auf Kevin zum Warum gibt Mob. es hier so viele? Bad Guy. Nee, es ist einfach, keine Ahnung. Er weiß, dass ich das nicht vertrage, dieses Dingens. Und trotzdem macht er es immer ins Bett, weißt du? Du kommst da rein und es stinkt so dermaßen nach diesem Mistdingens. Also mein Vater hat eine Gelbsucht davon bekommen, also geh weg mit dem Scheiß. Ich hätte nicht reingehen dürfen. Warum? Weil ich schon drei Lieder gefunden habe, die ich toll finde. Welche? Vier. Also einmal das. Ah, warte, du hast den Stream, Entschuldigung. Pompeii. Das habe ich, ja. Dann das. Ich glaube, das haben wir auch. Ja, das haben wir. Stitches? Das haben ganz wir auch. Warte. Das singt Beppo jedes Mal mit. Ja. Das? Das? Das habe ich auch. Gibt's immer mehr hier, die ich mag. Habe ich auch. Scheiße. Aber warum muss man sich die kaufen? Was ist das für ein Die waren halt nur gratis für einen Tag oder so. Aber viele? Also Beppo und ich und Kevin. Beppo, Jana, Kevin und ich zusammen haben fast alle. Ja. Weil die alle kostenlos waren? Nee. Nee. Ja, wir haben unter uns aufgeteilt. Wir haben das Geld rausgeschmissen ohne Ende. Ja, wir teilen die dann automatisch. Und ich habe halt noch alle die vom Battle Pass, weil ich habe auch noch den Battle Pass gekauft. Ja, du bist die Einzige, die den Battle Pass gekauft hat und komplett fertig. Ja. Ich habe den gestern komplett fertig. Ich wollte unbedingt Blinding Lights von Weekend haben. Genau das habe ich. Ich habe so lange gespielt, bis ich das hatte. Gar nicht schlimm. Nee, man hört gar nichts. Ich habe das Mikro durch den Limiter so eingestellt, dass man nur was hört, wenn man nah dran ist. Und weil ich sowieso gerade sehr in der Nahaufnahme war. Das ist ein Fortnite-Lean. Das ist actually jetzt richtig kacke. Wen denkst du, haben wir denn alle gekauft? Was ist mit Fortnite passiert? Das ist so wie Minecraft, das was du gerade da geguckt hast. Wenn ich so in die Ecke komme, ich habe aber Death Runs gemacht, wir haben hier 50 Fashion gemacht. Entschuldigung. Warte, was ist das Garagenband? Kann ich da Musik machen? Beppo? Ja? Ich hab dir jetzt kurz was geschickt. Das klingt halt total ass, weil ich es halt auf schnelle Welle jetzt gemacht habe und irgendwie nicht alles so funktioniert hat, wie ich wollte. Okay. Aber so von der Richtung her. Lo-Fi ist halt mega chillig, ne? Wenn man darauf irgendwas machen würde. Gibt halt kaum Leute, die irgendwas auf
auf Lo-Fi machen. Lo-Fi wird meistens nur so an für sich gehört, wie es ist. Nach all den Jahren bin ich immer noch einsam. Alles, was du siehst, entstand durch mich. Ich vertraue keinem, mir vertraut doch keiner. Jetzt siehst du dieses Leben mal aus meiner Sicht. Okay. Ja, du hast es jetzt grob gemacht, also... Das waren 20 Minuten, ne? Ja. Also mit allem drum und dran. Das waren wirklich 20 Minuten. Ich habe zweimal die Vocals gerade aufgenommen. Das waren wirklich... Es war auch schnelle Welle gemacht. Aber so an für sich... Lo-Fi ist halt... Ich finde, Lo-Fi ist viel zu underrated. Es ist einfach... Für mich ist Lo-Fi wirklich... ich habe das sehr oft einfach zum Einschlafen. Es ist so entspannend, beruhigend. Ja. Und jetzt stell dir mal vor, jemand mit einer relativ entspannten Vocal und ich kann wirklich super, super, super entspannt ins Mic quasi singen, rappen, whatever. Das noch dazu kommt... Oh, Teddy. Ja. Warte. Oh, touch mein Tralala. Mein Ding, Ding, Dong. Jetzt hört man mich hier rüber, oder? Ah! Wo ist hier Daddy? Oh, Daddy! Ah, Daddy! Uwu! Uwu! Ey, warte, den Sound, den du da hast, ne, den hab ich auch, aber anders. Mach mal nochmal dein. Ne, warte. Das ist dieselbe Voice. Ich schwöre dir, das ist nicht derselbe Satz, aber dieselbe Voice. Ich kenne das Lied. Stop. Stepbro. Oh, Stepbro, wer war das gerade? Warst du das? Oh my god, I hate myself right now. Stepbro. Gehen wir jetzt in die Richtung? Ey, Beppo, wenn du irgendwann mal Zeit dafür hast, ne, wirklich einfach so komplette Langeweile und du hast Bock drauf, mach mir bitte mal so ein Lo-Fi-Beat. Du bist der Einzige, den ich kenne, und ich kenne viele Producer, du bist der Einzige, den ich kenne, der nur die Lo-Fi-Schiene geht. Weißt du, dass Lo-Fi eigentlich die einfachste Form von Musik ist an sich? Ja, aber das macht halt kaum jemand. Und ich verstehe einfach nicht warum, weil es einfach gefühlt die geilste Musikrichtung ist. Weil ein Lo-Fi hat eigentlich zwischen 6 bis 12 Akkorden maximal. Ja gut, aber es gibt auch so Welthits von Ed Sheeran zum Beispiel, die meisten haben 4 Akkorde und das war's. Ja. Naja, also, darauf würde ich es nicht beschränken, aber Lo-Fi ist einfach von der Geräuschkulisse an sich todesgeil, aber es gibt viel zu wenig Leute, die sich mit Lo-Fi wirklich auseinandersetzen. Und du machst geile Dinge, also die zwei Dinger, die ich da gehört habe, todesgeil. Und wenn ich schon was höre und in mein Programm gehe und direkt was drauf machen kann, das hat schon viel zu sagen, dann fixt mich das wirklich richtig an. So, also, ich geh mal mit Dominik. Zum Beispiel, schon, ja. Mit meinen Beats verdiene ich wenig Geld, weil ich eigentlich die verkaufe ich nämlich der Webseite Mumbat. Ja. Mumbat ist eine Webseite, die unterstützt Leute, die gerne eine nicht lizenzierte Musik in ihre Streams, Podcasts etc. nutzen wollen. Die bieten was das heißt, als. Was verdienst du mit einem so einem Beat ungefähr? So 60 Cent. 60 Cent? Ja. Wieso? Weil ich gebe den ganz einfachen Beat nur rein, wie ich ihn kriege.
Das ist nicht viel, das sind maximal zwischen auch so 2 bis 3 Akkorde, die ich dann roh reingebe. Und das geht über ihre persönliche AI. Und das bedeutet, die Leute, die dann Kunde bei denen sind, die können sich dann anhand von verschiedenen Musikgenres sich ein Lied zusammenmixen lassen. Und da fällt dann mein Beat immer mit rein. Wenn meine Beats mit reinfallen, kriege ich nochmal 3 Cent zusätzlich für jedes Lied, wo mein Beat reinfällt. Okay, pass auf, wenn du mir ein Beat fertig machst, ne, ich hab ein Dokument dafür, wenn du mir ein Beat fertig machst und ich lade das auf Spotify hoch, du kriegst für die erste Lizenz bis 10.000 Streams, kriegst du von mir für diesen Beat 30 Euro. Ja, sollte das Lied über 10.000 Streams gehen, kriegst du 60 Euro und geht das Lied über 40.000 Streams, kriegst du ein unlizenziertes Dokument dafür und ich kaufe dir den Beat ab für über 200 Euro. Zum Beispiel den Beat, wo ich dir jetzt gegeben habe, also eigentlich schon komplett ein Songzweck, ist zum Beispiel, den habe ich denen schon verkauft gehabt. Also den könntest du zum Beispiel nicht für Spotify oder so nutzen. Alles gut, ich wollte dir damit nur zeigen, dass auf Lo-Fi was machbar ist, weißt du? Und das habe ich schon derbe lange im Kopf, aber ich finde nichts Lo-Fi-Beat-mäßiges, wo man was drauf machen kann. Und du bist jetzt der erste in dem Sinne Produzent, wo ich sage, okay, der könnte mir quasi was produzieren. Ich habe einen Kollegen, der produziert Beats, aber der geht eher so in so eine epische Schiene. So, ich sag mal gute Nacht. Gute Nacht, Marcelo, schlaf gut. Ciao, ciao. Viel Spaß euch. Geh mich für morgen das Ergebnis sehen von dem Bild. Bis dann, tschö, tschö. Also wie gesagt, Beppo, wenn du Lust und Zeit hast, also wirklich, wenn du wirklich mal so eine richtig Langeweile hast und nicht weißt, was du machen sollst, mach das ruhig, ich bezahle dich dafür, also komplett. Und dann gucken wir, was draus wird. Weil ich habe Bock drauf und ich kenne keinen anderen Artist, der irgendwas auf Lo-Fi-Beats macht. Macht keiner was. Und ich glaube einfach, dass das so eine Schiene, das wäre halt schon ganz geil. Verstehe ich. Und das ist geil, was du machst. Also es klingt halt wirklich geil. Man vibet halt sofort mit. Grundsätzlich ist es auch nichts Kompliziertes. Ist halt eben, wenn man Musik studiert hat, ist das was ganz anderes, weil man weiß, wie die Musik aufgebaut ist. Und das. Ja, ich hab keine Musik studiert. Ich habe irgendwann mit 12 Jahren oder so angefangen, Rap zu machen und sowas. Und habe jetzt über die Jahre hinweg mir so ein bisschen das Wissen für Mix und Mastering und sowas aufgebaut. Ich habe halt, rein theoretisch habe ich keine Ahnung von Musik. Rein Praxis gesehen kann ich vieles. Aber ich mache halt keine Beats selber. Weil würde ich mich nebenbei auch noch auf Beats fokussieren, dann würde ich halt nichts geschissen kriegen. Weil dann ist auf der einen Seite Beatmaking, dann ist auf der anderen Seite Vocals schreiben, das Recording und das wird halt so viel Zeit in Anspruch nehmen, dann würde ich einmal im Jahr was releasen und dann hätten die Leute gar nichts davon. Der geilste Synthesizer für Beats zu createn, habe ich nur einmal konnte nutzen, weil ein Kumpel von mir den mitgebracht hatte, von der damaligen Schule. Das war auf einem OP-1. Das Ding ist ultra kompakt, das ist knapp die Größe von meiner Tastatur. Ja, ist wirklich klein. Und also, du kannst einfach alles mit dem Ding machen. Du wirst lachen, das Gerät ist weltweit bekannt durch den einen Song. Wie heißt es? Wie hießen die nochmal? Etwas mit Mafia. House Swedish Mafia. Ja, Swedish richtig. Swedish House Mafia. One. Den Song One. Eine meiner Lieblingsbands. Weil das Ganze. Ich kenn den Synth. Ich habe damit sogar schon ein bisschen gearbeitet, also rumgedreht und so, ne? Aber ich bin halt absolut nicht der Beatmaker. Das machen eher so Kollegen und ich war schon in so vielen Studios und hab viele, viele Freunde, die sowas machen, aber ich bin halt durch und durch Artist, ne? Ich bin überwiegend Songwriter und Vocalist an für sich, aber ich habe halt nie wirklich viel mit Beatmaking oder sowas zu tun gehabt.
immer nur so nebenbei, das, was man halt so nebenbei mitkriegt, ne? Wenn du jetzt im Studio aufnehmen gehst, du guckst halt schon zu, was der Produzent da macht, verstehen, davon tust du nur die Hälfte, weil er hat studiert und du hast einfach nur irgendwann in deinem Kinderzimmer mal ein Mikro aufgestellt und dachtest, okay, jetzt gibst du mal Vollgas. Ist schon was anderes. Das, was mir halt fehlt, ist halt, da muss ich mich reinarbeiten. Ich hatte da nur ein Crashkurs damals, das ist halt Tontechniker. Weil abgesehen von den Beats musst du halt ultra wissen, wie das Ganze mit dem tontechnischen Teil geht. Das Mix und Mastering, also das Mixen an für sich, die Lautstärkenregelung genau. Und sowas. Weil, wo ja, ich noch Radiomoderator war, da musste ich nur die Basic kennen, weil das andere hat immer der Techniker nebenan gemacht. Ja. Ja, aber guck mal, da habe ich zum Beispiel wiederum das extreme Wissen drin. Dadurch, dass ich viel mit Vocals und mit Freebeats gearbeitet habe, mit meinem Programm, ich weiß halt komplett, wie ich zu Mixen und zu Mastern habe. Ne? Guck mal, das war jetzt auf schnelle Welle gemacht. Aber die Lautstärken haben an sich gestimmt. Die Vocal hätte ein bisschen leiser gemusst. Der Beat hätte ein bisschen lauter gemusst. Aber, ich arbeite das jetzt FL21. Ich habe angefangen mit FL12 damals. Seitdem arbeite ich mit diesem Programm. Ich kenne unter anderem Cubase. Ich habe mit Pro Tools Unmengen gearbeitet. Nie mit Wave. Was denn? Mit Wave, dem Programm Wave. Wobei Wave wird eher für die Beats genutzt. Ja. Wave ist rein für Beats. Also selten wird da Vocals, aber nur weil das Programm an sich wenig Perspektive für Vocals gibt. Du hast halt keine Filter oder allgemeine Effekte für Vocals da drin, ne? Ne. Ja, FL ist eigentlich so das Oberprogramm so von allen, weil es halt viel Spektrum für alles bietet, ne? Du kannst halt sowohl Vocals da drin wunderschön abmischen und aufnehmen und bearbeiten, als auch Beats. Also ursprünglich war es für Beats gemacht und dann irgendwann mit FL 20, also spätestens mit 20 haben sie wirklich angefangen, ein bisschen auf die Vocal-Schiene zu gehen und haben darauf ein bisschen mit reingebracht. Jetzt mit FL 21, beziehungsweise 22 haben sie ja AI mit ins Spiel gebracht, sodass du Vocals aufnimmst und dann packst du einfach nur AI drüber und AI macht alles für einen selbst, was halt irgendwie... Ich find's langweilig, weil irgendwie fehlt da der gewisse Flair. Weil jeder Artist und jeder Beatmaker hat immer so ein eigenes Ding mit drin, ne? So einen eigenen Vibe. Und wenn die AI das komplett für einen selber macht, dann hast du ja nichts von dir selber mehr mit drin. Und so, was ich dir zeigen kann, ist... Irgendwie will ich noch zocken, aber irgendwie... Weißt du nicht was? Ja. Also ich zock, wenn überhaupt, nur noch Power World. Ich muss da noch so weit kommen, ich muss da noch so vorankommen. Ich hab da noch so viel zu tun. Ich hab da auch noch ganz viel zu tun. Beppo hat auch Twitch? Ja. Ich seh das gerade bei dir. Natürlich. Ich wusste das nicht. Warte. Ich bin in seinem Stream drin, ich habe auch Lurk reingeschrieben. Ist Beppo live? Ja, ich bin live gerade. Alter, warum sagst du nichts? Da siehst du, das ist das Programm, wo ich nutze auf meinem Tablet. Warte, ich hab gerade. Ah ja, jetzt sehe ich's ja. Das ist das von Spotify, ne? Genau, das ist das Soundtrap. Ja, das erkenne ich am Overlay. Ist noch gar nicht so alt. Ich glaube, von einem Jahr oder so. Ist, Spotify von einem Jahr, genau. Ja. Und es ist halt richtig geil aufgebaut. Du hast wirklich alte alles. Es sind nicht viele Filter drauf, aber die notwendigsten hast du drauf. Du hast alle Instrumente, die so in der Musikbranche genutzt werden. Du hast verschiedene vorkonfigurierte Beats, wo du dann nochmal zusätzlich abändern kannst. Und bearbeiten kannst. Also es ist richtig geil aufgebaut, das Teil. Ja. Da muss ich auch sagen, ich habe auch viele, viele Artists gesehen, zum Beispiel auf TikTok und so, die viel damit gearbeitet haben und positiv drüber gesprochen haben. Also, für dass die es so für free gemacht haben, finde ich es richtig geil,
Also Leute, die schon mit Logic gearbeitet haben von Apple, werden hier sich direkt wiederfinden, weil es ist sehr kinderleicht aufgebaut. Ja, vor allem sehr an Logic angelehnt, ne? Ja. Ja. Das ist krass. Ja, das ist momentan mal ein neues Projekt. Aber das ist chillig. Sehr, sehr ruhig. Es ist sehr ruhig mit einem sehr definierten, aber nicht zu starken Melodie und du hast eine Begleitung mit drin. Ja. Das klingt echt gut. Ja, Beppo, Digga, wie gesagt, wenn du Bock hast, lass was machen. Ich hab da wirklich Bock drauf. Ich brauche momentan so wenig Musik, ich brauche einfach irgendwie was Neues und ich warte schon so lange drauf, dass ich irgendwie was auf Lo-Fi machen kann. Und die ganze Zeit komme ich nicht dazu. Das ist jetzt so der erste Ansatz, wo ich sage, okay, jetzt. Das wäre wirklich was, wo ich mich wieder motivieren könnte, ransetzen könnte und was Geiles machen könnte. Gut, momentan ist mein wirkliche Hauptarbeit. Sieht man es hier? Ja doch, da ist die Maschine. Ich bin mehr im 3D-Bereich tätig. Okay, chillig. Aber da hast du ja eine Zeit, ne? Wenn du dann einen Druck fertig machst, der druckt dann so seine 2, 3, 4, 5 Stunden, je nachdem. Da hast du dann ja ein bisschen Freizeit. Gut, das Drucken, das läuft meistens über Nacht, weil das Ganze, ich mache ja die 3D-Dateien selbst. Zwar jetzt das, was ich jetzt arbeite, ist eine Datei, die ich jetzt von Thinkiverse genommen habe, weil mein Mitbewohner die braucht. Was für einen 3D-Drucker hast du? Ich habe einen Snapmaker F350. Okay, haben wir auch auf der Arbeit. Ist für mich das Geilste vom Geilsten. Also, erstens mal, ich kenne all die anderen Marken und was mich halt bei den anderen Marken stört, die machen super Qualität, da kann man nicht sagen, aber für Ausdauerarbeit, wo über Stunden oder Wochen sogar läuft, ich habe das Teil mal einen Monat laufen lassen am Stück, der Verschleiß ist sehr klein, weil die anderen Hersteller benutzen sehr viel Kunststoff. Ja. Und das Ding ist komplett aus Metall. Ja, okay. Wir haben auf der Arbeit viele 3D-Drucker. Wir machen für Lufthansa, stellen wir verschiedene Komponenten und Units her. Und einige Kleinteile werden dann bei uns mit 3D-Drucker hergestellt. Carbonfiberteile. Ja, die setzen dann natürlich eher auf Qualität als auf Ausdauer, ne? Aber das ist dann, also... Ja, die Qualität ist sowieso richtig gut. Carbonfieber habe ich auch noch ein bisschen, was ein Kollege mir gegeben hat, weil seine Firma damit gearbeitet hat und sie hatte noch etwas übrig, weil das Carbonfieber ist so teuer. Ja. Und ich bin sehr froh, ich habe da eine halbe Rolle bekommen. Oha. Ja, das ist nicht schlecht. Ja, nice. Ja, wir haben 3 von denen, plus nochmal ein Resin-Drucker, Wasch- und Kürmaschine. Und warum gibt es noch keine kleine Beppo-Figur zu kaufen? Momentan habe ich nur hier liegt der. Hey, wo ist der Manfred? Manfred? Das ist der hier. Manfred. Das ist der Chef von meiner besten Freundin. Sie hat mir den gegeben, weil sie hat den in Asien herstellen lassen. Ist eigentlich sehr gut verarbeitet. Ist auch ein Druck, den ich so noch nie in der Hand habe, weil das ist ein Pulverdruck. Ja,
sieht man auch, ist gepulvert. Es ist ein Pulverdruck und es ist richtig sehr detailreich. Das, wo sie reingeschissen haben, und dafür habe ich jetzt die Figur hier, ist die Farbe. Weil der sollte eigentlich einen schwarzen Anzug haben mit einem dunkelblauen Shirt. Und der ist grau. Ja. Also dafür hat sie damals das Geld zurückbekommen und ich habe ihn dann bekommen, für da ein Repaint zu machen. Und du hast es nie gemacht, oder was? Ich muss das noch machen, aber ich hatte jetzt noch nicht die Zeit, für das zu machen. Alter, ich bin seit einer halben Stunde an so einer fucking Rose dran. Ich hasse Blumen. Wie sieht sie aus? Wo ist das Zwischenfeedback? Nee, die Rose nicht, aber das andere kann ich dir zeigen. Warte. Du hast doch eine Kamera an. Einfach mal reinhalten. Warte. Was spielst du da? Grand Blue Fantasy Relink. Was ist das für ein Game? Kannst du die Grand Blue Saga nicht? Nee. Das ist, man kann es so ein bisschen sagen wie im Stil von Final Fantasy 1 und 2. Okay. Es ist halt mehr mit Schwert und Schild und Rüstung. Und es geht aber im gleichen Prinzip, es geht um sehr große Bosse fertig zu machen. Konnte jetzt zeigen, ich bin gerade in einem Bosskampf. Ja, hat sich noch nicht viel gemacht. Warte, ich muss ganz groß machen. Ich muss auch groß machen. Es kommt noch ein bisschen was. Es hängt am Kabel, deswegen. Ich glaube schon nicht schlecht. Kommt ja. Was? Wenn du nur eine einzige Rose machst, ne? Und sagen wir mal, du zeichnest irgendwann, das ist ja kein Mandala, das ist Freihand von dir gezeichnet, ne? Nee, das hier ist Mandala, aber ich kann auch Freihand zeichnen. Nee. Ich kann also grafisch macht das Spiel auch sehr viel her. Finde ich besser als bei Kreuz. Das kann ich auch. Ja, ich hab meine. Ich weiß nicht, meine Portfolios hier. Stehen. Ich kann auch Freihand zeichnen. Ich habe halt früher oft so Sachen gezeichnet. Was? Ist das ein Goofy? Manche. Oder, weil den habe ich in der Schule gezeichnet. Deswegen ist er eingeklebt. Okay. Sieht aus wie ein kleiner Muse. Abra. Was ist das? Danke. Alter Beppo, dieser Stift hat jetzt innerhalb von 10 Minuten so brutal geladen. Lass das hier liegen jetzt. Dann liegt er auf der Camp. Das wäre leid. Ich? Na, siehst du, weißt du? Du weißt gar nicht, wie weich ein Squishmallow ist, Pascal. Die sind nicht wie normale Teddys. Die sind, extra weich. Okay, jetzt kurz eine Schweigeminute. Beppo hat noch 15%. Beppo gewohnt ist, okay. Ja. Motivation 14. Come on, Beppo, 13.
Puh. Das Problem ist, der ist übelst schwerfällig, der Dude. Aber du hast ihn gleich. 9%. 7. 6. Fünf. Er hat nichts mehr. Aber ja, ist ein großer, ne? Vier. Drei. So. Zwei. Geschafft. Du kannst ja auch einfach ins Kindergeschäft gehen. Ganz stark. Wir haben ja Fisch. Ja. Da war der hier auch eben. Der ist da noch voll. Aber das ist Yoda. Okay, der kostet auch 32,99 bei Smith. Bei Smith Toys? Ist ja hier ums Eck. Schatz, wenn, dann mache ich Paypal 30 Tage später bezahlen. Für diesen Monat kann ich mir das nicht mehr leisten, aber ich möchte einen haben. Dann geht er einfach. Guck auch direkt nach der Tür. Oh, ich hab das Pikachu. Das hier? Ja, die steht hier hinter mir. Ich glaub so, die wichtigste holen wäre für den Trigger, weil der Trigger. Für Minimaus. Bin ich so dran dran. Katazuitaka. Sa. Mori no deguchi e mukau so. Nein, schon wieder ein Boss. Ja. Naja, es gibt doch viele Blöde. Was ist das, ein Wal oder ein Delfin? Oder was ist das? ハマイ、避けろ。 Ich habe mir auch so zwei Lipgloss gekauft. Boah, du willst gar nicht wissen, wie teuer die waren. Tonfeld für 15 Euro pro Lipgloss. Komplett verrückt. Aber diese Typchen, die sind so toll. Oh. Okay.
Also ich guck mal, wie viele sowas in Luxemburg sind. Peppo, wie heißen die, die Maxi Toys aufgekauft haben? Jouer Magique. King Jouer. Ah, okay. Ja. Wishmallow, ja. Wishmallow. Und alle. Eine Banane. Eine Banane. Mann, geh runter von mir. Geh runter von mir. Krass, ich gehe wirklich da rein in die Seite und das erste, was er mir zeigt, ist Paw Patrol. Das muss mir irgendwas sagen, oder? Kaufen. Aber kein Minimaus-Squishmallow, das ist nicht meine Welt. Ja, ein Fortnite-Lama. Beppo hat ein Fortnite-Lama. Mit so einer Seite hier sagt man zum Beispiel rein gar nichts. Was ist das? Duo. Ich will schon die richtige Minimaus haben. Euro Toys. Ach, du hast dir eine Stulle gemacht? Mhm. Und du hast ihr keine gemacht? Ich habe ihm auch die ganze Zeit keine gemacht. Sie hat sich heute schon zweimal eine gemacht und mir keine mitgemacht. Das eine Mal bist du schlafen gegangen, kann ich nichts für. Mhm. Aber trotzdem hättest du ja einen für eine mitmachen können, weißt du? Hm. Schatz, jetzt weiß ich schon. Nee, gar keins in diesem, ey, wirklich gar keins, nur so Behinderte. Ich guck grad noch weiter. Es gibt doch bestimmt eine Squishmallow-Website. Ne? Keine Ahnung. Weiß ich nicht. Ich muss das in 4 Minuten schaffen. Scheiße.
Oh, sie haben Gengar. Oh, ich will Gengar haben. Gengar fehlt noch hier in meiner Hut. Kaufland. Fabio als Tischler. Ja, 40 Euro für den Minimal. Ich glaube, unter 30 Euro kriegst du den nirgendwo. Dieses 32,99, da bin ich ja noch. Okay. Aber das ist halt. Das ist eine Mistgeburt. Ich bestelle ihn doch einfach auf Amazon. Kannst du ihn 30 Tage später zahlen machen. Kaufen, das ist auch diese Mistgeburt. Alza.de. Auch das sagt mir nichts. Das sieht schon so verdächtig aus mit den Zahlen. Aber das ist auch wieder diese Missgeburt, hä? Da war es eben keine Missgeburt und hier wieder schon. Beppo, hast du irgendwie Squishmallows bei dir in der Gegend? Ich weiß mal gar nicht, wie die aussehen. Das sind die, die hier auf dem Boden stehen. Aber weißt du, das Pikachu, was ich da im Geschäft so erkämpft habe, wo ich dir erzählt habe? Zeig mal an mir eine. Mein kleiner Paw Patrol ist ein Squishmallow. Ah, okay. Meiner, also nicht der rote, der blaue, der Chase. Der blaue, der wie ein Kissen aussieht, so. Genau, das ist ein Squishmallow. Okay. Den hat sich Claudia vor kurzem gekauft. Deswegen bin ich jetzt so, ich will auch einen haben. Weißt du, wie, wirklich, wie kann man die beschreiben? Die sind du halt ultra... Guck, du machst so, dann fass Pascal an. Ja, aber das ist halt nicht weich. Weißt du, das ist halt so richtig... Weißt du, wenn du dann so machst, dann ist es richtig so... Oh, boy. So richtig so... Flauschig. Du willst es gar nicht mehr aus der Hand nehmen. Oh nein, diesem Disney-Shop. Nimm sie raus da. Das ist sehr gefährlich. Wie sie ist im Disney-Shop? Das ist sehr gefährlich, Mann. Da habe ich mich auch mal dumm und dämlich gekauft. Geschenke für Frauen. Ja, aber du musst Pascal das zeigen. Sehr gefährlich. Finde ich nicht schön. Weißt du, Jana und ich wollen mal ins Disneyland fahren. Ich will da auch hin, unbedingt. Du kannst ja mitfahren. Wir wären dann zu vier Mädchen. Ja. Warum nicht? Das klingt sehr gut.
wie er das mit Genuss da isst, ne? Diese Stulle. Willst du ihn jetzt unbedingt haben oder kannst du warten? Dann bringe ich den im Juni mit. Da kann ich warten. Hast du so einen bei dir? Ich werde einen finden. Bestimmt. Echt? Ich finde meine ja auch überall. Ich habe hier gerade schon geguckt, ne? Also ich weiß ja nicht, was bei uns hier in Deutschland los ist, ne? Aber... Das ist eine Missgeburt. Guck dir mal den Unterschied an. Die Sache ist auch, ich glaube, ich rede auch für Beppo, die 30 Euro tun uns nicht weh. Oder, Bebs? Nö. Was verdient, jetzt mal ernsthaft, was verdient ihr da? Das hängt davon ab, was du arbeitest, wie lange du arbeitest. Was machst du beruflich? Versicherungskauffrau. Und was verdienst du so? Ah, okay. 4.000 brutto. 4.000. Okay, man darf dazu nicht vergessen, in Luxemburg ist natürlich Wohnen auch dementsprechend teurer. Ja, alles teurer. Also 4.000 brutto klingt für uns erstmal viel, aber sie zahlt Miete mehr, sie zahlt Strom mehr, sie zahlt beim Benzin. Einkaufen mehr, Benzin ist teurer, es ist alles irgendwie ein bisschen teurer. Nee, Benzin ist teurer, billiger als Deutschland. Ja, aber es sind Wieso? Ja viele Luxemburger, die kaufen sich hier einen fetten Porsche. Und dann gehen sie in Rewe einkaufen in Deutschland, weil es billiger ist. Aber jetzt mal ernsthaft. Das ist brutto. Netto ist das wie viel? 3.000? Wir haben knapp Abzüge von 30%. Ich glaube 3,7 und den 3. Bei mir geht ja auch viel in die Wohnung rein. Und ich muss mal gucken. 2. Oh, hier habe ich mehr bekommen. Warum? Hab ich eine Prämie bekommen? Okay, cool. Nehme ich dankend an. Oh Gott. 3. Drei um den. 3 um den Dreh, Moni. Ein bisschen mehr. Ich habe 1,2. Netto? Ja, bisschen mehr als 3. Ich gehe auch noch essen auf der Arbeit, das heißt, das wird auch automatisch sofort abgezogen. Das heißt, keine Ahnung. Da sind wir irgendwo, wenn es so weit weg so ist sie noch bei 3 Ehen, doch immer. Ja. Deswegen. Wir gehen auch ein iPad kaufen, ne? Einfach so. Das wäre. Also 30 Euro für ein Squishmallow tut mir nicht weh. Ne, das stimmt. Das verstehe ich nicht. Mir tut ja schon 15 Euro weh. Nee. Das ist krass. Also Kevins und meine Schmerzgrenze fängt ab. Also wir fangen an, darüber zu diskutieren, ab 350 bis 400 Euro. Davor, wenn wir ein Spiel sehen oder so, was da 80, 90 Euro kostet, nimm mit. Gut, ich war ein Wochenende, habe ich 4.000 Euro verbrannt. Ja, siehst du, es ist anders. Du gehst, bei uns gehst du ins Geschäft. Ich sehe eine Handtasche, weil ich sammle ja die Disney-Handtaschen. Ich sehe die 80, 90 Euro, nehme ich mit. Wenn ich was für meine beste Freundin finde, unter 100 Euro, nehme ich spontan mit. Wir haben da eine ganz andere Ansichtsweise. Krass, Schatz, wir müssen aus Hamburg raus. Und? Also mir hat das jetzt gerade wirklich die Sprache verschlagen und das sitzt gerade auch ein bisschen tief, muss ich sagen. Wir müssen aus Hamburg raus. Das ist auch nicht, um zu flexen oder arrogant zu sein, aber es ist halt... Nein, aber da siehst du mal den Unterschied zwischen euch jetzt, sag ich mal, und zwischen uns. Weil ich weiß nicht, ob er da genauso ist wie ich, dass ich sage, okay, 15 Euro tun mir schon weh und ich überlege dreimal, ob ich mir was kaufe oder nicht. Und wenn ich mir was gekauft habe, wie jetzt zum Beispiel, ich habe mir eine wärmere Decke gekauft, die hat jetzt... habe ich auch 30 Tage später bezahlen gemacht. Insgesamt 42 Euro und das tut mir richtig weh. Guck mal, ich bin sogar so, ich kaufe mir lieber, wenn ich jetzt die Wahl hätte zwischen dem Squishy Mellow da
für 30 Euro oder nicht. Ich würde nein zum Squishy sagen und lieber einen Abend für uns irgendwie lecker essen bestellen. Ja, aber wir würden beides nehmen. Weißt du was, ich gebe mir noch eine schöne Stulle schmieren für 1,20 und du kannst dich weiter über deine Finanzen unterhalten. Wenn Kevin zum Beispiel sich Sushi bestellt, bestellt er für 80 Euro. Ja gut, aber... Ja gut, aber wie gesagt, ihr habt halt ein anderes Verhältnis dann. Ne? Bei euch ist halt... Ihr habt deswegen, mehr über, wenn wir aber in Deutschland liegt auch an einkaufen, Luxemburg selber. Wenn wir in Deutschland einkaufen... sind wir der King. Ja. Weil hier gehst du einkaufen bei uns, ne, Beppo, Kaktus. Ja. Du hast einen halben Wagen voll, dann hast du für 300, 400 Euro. Bei euch gehen wir einkaufen, wir können zwei einkaufen. Euro für den ganzen Wagen, ja. Siehst du. Deswegen sind wir wie oft nach Deutschland gefahren, nach Trier. Weil es ist einfach billiger. Und genauso gut. Hat nur einen anderen Namen. Ist genau das gleiche. Genau, nur billiger. Deswegen fahren, glaube ich, auch viele nach Frankreich, ne, Beppo? Ja. Okay, in Frankreich mittlerweile ist alles viel teurer geworden. Ja. Letztes Mal war ich ein Sixpack Orangensaft holen von einem Liter. Vier Flaschen Oasis. Was war es noch? Und ein Viererpack Cola von einem Liter. Und ich hatte für 36 Euro. Meine Oma hat sich heute übers Wasser aufgeregt. Meine Oma ist reich. Und sie regt sich darauf aus, dass sie 12 Euro für Wasser bezahlen musste. 12 Euro für Wasser ist aber auch schon viel. Ja, okay, aber sie sitzt, tut mir leid, in einem Haus voll für 3,6 Millionen mit einem riesigen Swimmingpool hinten, einen riesen Garten und dann regt sie sich auf für 12 Euro? Verstehst du, was ich meine? Na gut, man wird nicht ohne Grund reich, ne? Man muss halt penibel sein. So ist das. Ja, halt. Aber ich finde, die Luxemburger machen halt eine Welle für vieles. Wir verdienen ja auch mehr, also. Ja gut, aber man darf dabei wirklich nie vergessen, ihr habt auch mehr Umkosten. Guck mal, was für eine Wohnung hast du da? Ja, wir haben sie gekauft. Die haben wir, aber wir bezahlen auch im Monat. Also Kevin gibt 1000 Euro, ich gebe 1000 Euro. Wie viele Zimmer? Ja, dieses hier und das Schlafzimmer. Und dann ein Badezimmer, eine kleine Toilette, einen kleinen Abstellraum, eine Terrasse, Wohnzimmer, Küche und einen Parkplatz. Was hat die Wohnung gekostet? 580.000 Euro. Guck mal, bei uns, wenn du in dem Budget eine Wohnung, also in dem Haus. Hast du ein Haus? Für 580.000 hast du nicht nur ein Haus. Ja. Aber hier eine Wohnung bist du im Schnitt bei 200.000. Ja. Vielleicht ein bisschen mehr. So, aber zwischen 200.000 und 300.000. Bei euch kostet ein Haus halt gleich das Doppelte. Also eine Wohnung. So, das heißt, dementsprechend verdient ihr auch gleich das Doppelte. Ne? Das heißt, wenn sie jetzt im Monat 3.000 hat und du hast im Monat deine 1.500 im Schnitt, dann ist das halt ausgeglichen. Weil ich gebe viel mehr aus. Ja. Die verdienen das Doppelte, aber die geben auch das Doppelte aus, was wir halt nicht haben. Das ist halt trotzdem ist für mich ganz anders, weil im Grunde genommen, sie kann mehr ausgeben, wir sind aber eher so, wir zählen die selbst Centstücke. Ja gut, aber die machen ja auch noch, die können mal hierhin fahren, mal dahin fahren. Wir können jetzt nicht nach Luxemburg fahren und da einkaufen. Das wäre für uns Minusgeschäft. Weißt du, was ich meine? Also wir haben da halt nicht so viele Möglichkeiten, weil wir halt schon gehaltstechnisch am Grundpunkt sind quasi. Deutschland ist halt Hamburg. Und unser Mindestlohn ist auch bei weitem höher als eurer. Oder wir sind jetzt, glaube ich, bei 12,40 Euro oder so. Also der Mindestlohn in Luxemburg liegt bei 2,4 brutto. Ah gut, da bist du schon bei 15, 16 Euro die Stunde Mindestlohn. Ne? Ich verdiene gerade mal 14 Euro die Stunde. Und ich mache einen Job, wo ich echt sagen muss, das ist viel zu wenig bezahlt. Entschuldigung, aber wer Toiletten putzt und die Scheiße von anderen wegmacht, kriegt man keine 14 Euro die Stunde, ehrlich nicht. Das stimmt. Ich muss Kotze wegmachen, ich muss Kacke wegmachen, scheißegal was, ich hab's sauber zu machen.
Und wenn jemand mir vor die Füße pissen müsste, müsste ich es auch machen. Na gut, das habe ich nicht. Und die Leute sind so respektlos. Ich habe jetzt 2,7, 2,8 brutto ungefähr. Variiert immer ein bisschen. Aber wir können nicht nach Luxemburg. Ja, aber guck, wenn zwei, ich habe als ich angefangen habe zu arbeiten vor 9 Jahren, habe ich mit 2,8 angefangen. Ja, ich bin jetzt 27 und bin bei 2,8 angekommen. Aber warte mal, ich habe gerade das beste Beispiel. Ich brauchte einen Gaming-Stuhl, auf dem sitze ich gerade. Ich habe mir welche rausgesucht, ich wollte einen richtig geilen. Stuhl, ne? Also ich wollte einen richtig geilen Gaming-Stuhl haben, sowas wie Pascal halt hat, ne? Weißt du, so richtig gaming-mäßig oder sowas, was du hast. Mhm. Was ich gemacht habe, ist auf eBay Kleinanzeigen geguckt und habe den hier für 10 Euro gekriegt, das ist ein Bürostuhl. Der hier hat, glaube ich, 500 oder 600 gekostet. Ja, ist hier gut. Ich träume davon. Und wann passt der jetzt auch gerade weg? Ich wollte ja nicht, dass er es unbedingt mitkriegt. Na? Wann wir zuletzt mal wieder richtig schön essen waren, das war an unserem Jahrestag letztes Jahr. Da waren wir mal wieder richtig schön essen, aber auch nur für 40 Euro, ne? Dann war Schluss vom Essen her. Ja, das ist schon... Ich sehe es ja auch bei Marcel. Ich habe Marcel schon mehrmals Geld geliehen, damit er über die Runden kommt. Das gleiche haben wir gerade auch. Wir gucken gerade, wir haben jetzt noch vielleicht 150 Euro, das was ich zurückgelegt habe, für Lebensmittel. Aber das ist Anfang des Monats. Ja, aber das Auto ist dazwischen gekommen, sein Auto ist kaputt gegangen. Ja, das hat er gesagt, die Feder. Die weg. So, und je nachdem, was der Typ da haben will, muss repariert werden, dann braucht das Auto. Und wenn wir brauchen das Auto. So, wenn er sagt, jo, ne, 200 Euro kostet das, ja, dann tschüss 200 Euro und kannst hier deine Haare essen. Das ist so heftig bei euch in Deutschland. Ich höre das nicht nur von dir. Ne, bei Boss haben wir auch von Salva gehört, ja. Von Marcel, von Alfons, von jedem. Wir kennen das, also die Sache bei mir ist halt, ich bin in einer reichen Familie aufgewachsen. Meine Oma hat Geld wie Heu. Er eigentlich auch. Er auch? Sein Vater hat richtig Kohle. Dann hat er alles aufgegeben. Ja, das ist eine große Umstellung. Sein Vater hilft ihm auch, wenn er fragt. Aber dann ist halt dieses, schon schade, du schuldest mir noch Geld. Weiß ich nicht, meine Eltern sind zum Beispiel nicht so, die versuchen, also die haben auch nicht viel. Die haben ja noch 91.000 Euro Schulden. Ja. Weil sie haben sich den Traum erfüllt und für uns Kinder ein Haus gebaut. Ja. Damit wir halt besser leben können. Wir haben früher ich weiß nicht, wie viele Zimmer das waren. Meine Schwester und ich haben uns ein Zimmer geteilt, das war schimmelig. Mein Bruder hatte ein Zimmer, das war voller Schimmel. Nicht genug warmes Wasser und alles. Das war früher, also ich bin richtig arm auch aufgewachsen. Meine Eltern haben versucht, was sie konnten. Deswegen gehe ich ja auch so vorsichtig mit meinem Geld um. Deswegen überlege ich halt, okay, na jetzt zum Beispiel das mit diesem Squishmallow. Ich möchte ihn halt haben. Deswegen mache ich den auf 30 Tage später bezahlen und verzichte halt nächsten Monat dann wieder mal auf, weiß ich nicht, mal wieder eine neue Klamotten oder so, dass ich mal wieder was Vernünftigeres habe. Ich sage ja auch immer, ich habe keine Klamotten. Mein Mann versteht das immer nicht, aber es gibt halt so Momente, du brauchst wärmere Sachen. Bei ihm im Zimmer zum Beispiel ist es arschkalt, ich habe mir eine Decke bestellt. 30 Tage später bezahlen. Das sind eigentlich nur 42 Euro, aber für mich ist das, als wären das 1000. Ja, ja. So. Also Geld hier in Deutschland, ich kann halt aber auch nicht wegziehen. Ich würde gerne wegziehen, wo es halt für mich oder für uns eine bessere Zukunft gibt, weil es dann günstiger ist. Geht aber nicht, weil meine Eltern sind krank. Und nicht gerade leicht krank. Sie bilden sich das halt immer so ein, so, ja, mir geht's gut. Nein. Hm. Überleg mal, wir mussten rüberkommen wegen einem Geschirrspüler. Ja, ja, So, weil sie sich nicht bücken kann. Und mein Papa hat's mit dem Rücken. Hm. Und mein Papa hat gesagt, ja, scheiß drauf, ich mach das. Und ich guck nur noch Pascal an und sag, Alter, lass ihn das doch machen, er ist gesünder. Ja, ich verstehe das. Ist ein armes Land. Also ich kann dir sagen, Beppo und Kevin und ich sind ja aus Luxemburg und all die anderen, die auch aus Luxemburg sind, die ihr nicht kennt, wie Dylan und Tom und so. Ne, Tom nehmen wir mal raus, der hat alles in sein Auto gepolfert.
Ja, aber er ist aus rauschem Haus, das ist das Schlimmste. Ja, Tom ist eine ganz andere Kategorie. Aber guck Dylan und Joy. Jedes Mal, wenn jemand hier reinkommt aus Deutschland und es erzählt, wie wenig sie Geld sie haben, das ist für uns so... Ich weiß nicht, für mich ist das immer so... Weißt du, ich könnte mir nie vorstellen, dass 30 Euro mir halt wehtun würden, weißt du? Ich würde den Teddy sehen, ich würde sagen, ich will den Teddy, ich kaufe den mir und morgen ist er da. Gut, manchmal Ende des Monats sage ich auch, okay, 30 Euro muss ich überlegen. Hey Beppo, ich habe heute 1600 Euro ausgegeben, ich muss jetzt überlegen. Ich habe meine Matratze gekauft, ich bin glücklich. Okay, du weißt, wer Sassi ist. Saskia. Weißt du noch, wo sie dann meinte, auch von wegen, ne? Komm, ich schick dir jetzt einfach mal was. Und sie hat tatsächlich, sie hat sich bei mir, bei meinem Valorant-Account angemeldet und hat mir zwar diese 50 Euro geliehen, aber sie hat mir auch was gekauft. Den einen Skin, den ich haben wollte, weißt du? Mhm. Mein Gott, gib mir deine Adresse, ich kauf dir den Squishmallow und dann hast du ihn nächste Woche. Nein, alles gut. Mich stört das, sie fragt Beppo. Ich würde das bei jedem machen, ne? Ja. Ich hab Salva. Du hast es bei Leute gemacht, wofür dich mit dem Fuß. Ich hab den PS5 Controller, den extra Scuff Controller gekauft für wie viel? 170, glaube ich, oder? Ja. Ich hab ihm den geschenkt. Ist der Controller nicht das mit den Dingern da unten? Ja, den von Sony und der ist sau teuer. Dem habe ich ihm geschenkt. Wen? Einem auch einen Kollegen hier aus Discord, der jetzt nicht mehr mit uns redet. Was? Ja! Ich hab ihn alle zu freien Weihnachten, habe ich allen hier im Discord, mit denen ich so abhänge, Geschenke geschickt. Und zwar keine billigen Geschenke. Ich hab der Kim Teures geschenkt und die hat es nicht mal gefunden. Beppo hat mir einen Gutschein für ein Parfüm geschenkt. Ja, komm. Aber guck, Beppo hat zum Beispiel das Lama da bekommen. Ja, Marcel hat zwei Teddys bekommen. Jana hat auch was bekommen. Gabi hat was bekommen. Salva hat was bekommen. Ey, das ist ein lizenziertes Epic-Maskottchen. Ja. Der ist richtig cool. Und da steht sogar Fortnite. Ich hab ihnen alle was geschenkt, was auf sie zupasst. Aber fühlen die anderen sich dabei nicht schlecht? Jetzt mal, also ich würde mich schlecht fühlen. Ich fühle mich ja auch so schlecht, dass sie mir die Spiele gekauft haben. Ne? Nein, es war Beppo hat mir was zurückgeschenkt. Dann hat Gabi mir plötzlich Schokolade geschenkt. Jana hat mir ein Karaoke-Mikro geschenkt. Also es kam schon was zurück, aber ich habe nie erwartet und nie gesagt, dass man mir was zurückschenken muss. Ich war noch immer so. Ich bin auch eine, die einen Obdachlosen sieht und mit dem einkaufen geht. Sie ist reich aufgewachsen, das warst du eben nicht dabei. Ja. Ich habe ihr dann erzählt, wie ich aufgewachsen bin. Ich bin ja auch relativ so weit aufgewachsen. Das habe ich auch erzählt, dass du relativ so aufgewachsen bist. Also bist ja eher hinterher ein bisschen in die andere Richtung gegangen. Ich kenne das halt nicht. Ich nicht. Ich häng immer noch bei meiner Oma. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, zwischen beiden Seiten, die ich kenne, finde ich die Seite schöner, weil man ein bisschen mehr... Man schätzt es? Oder ja, so? Man schätzt Dinge mehr wert. Früher habe ich nicht so viel Wert drauf gegeben. So, wenn... Guck mal, Papa hat mir zum Geburtstag mal so ein Motorrad geschenkt, weißt du, so, keine Ahnung, für 1500 oder so. Ich hab das Ding innerhalb von 5 Minuten gegen die Wand gefahren, wir haben kurz drüber gelacht und haben es neu gekauft. So, ja, nee, du? Das... Es ist ich schätze meine Sorry, Sachen. Ich hab nicht gesehen, dass du mal geschrieben hast. Ich schätze meine Sachen so, Das habe ich immer, also da hat mein Opa mich schon... Ich bin ja bei meinen Großeltern aufgewachsen, nicht bei meinen Eltern. Und ich bin zwar aufgewachsen im... Geld, also ich wurde auch angezogen wie ein kleines Püppchen und alles, ne? Ich hatte die Markenklamotten, ich hatte die Markentaschen und den ganzen Scheiß. Und ich will das gar nicht haben, weil ich sitze jetzt wie der Penner in Primark-Klamotten hier. Also, es hat sich nicht geändert. Wenn man jetzt mal so überlegt, ne? Also dieses Ganze, worüber wir hier gerade reden und ihr redet gerade die ganze Zeit, ist bei mir im Kopf, ein bisschen habe ich überlegt, was ist das Teuerste, was ich je besessen habe? Mich. Du bist unbezahlbar. Ich meine jetzt, ich glaube, das ist das Teuerste, was ich je besessen habe. Mein Telefon.
Mein Auto. Auto. Ja. Bei mir ist es. Auto. Bei mir ist es mein Telefon. Aber ich habe mein Auto selber gekauft. Ja. Da lass ich, weil die Leute denken immer, meine Eltern hatten mir mein Audi gekauft, aber ich habe jeden Cent einzeln bezahlt. Ich habe auch meine Autos alles selbst gekauft. Also mein erstes Auto hatte mir damals 7.000 gekostet. Danach, nach 2 Jahren, habe ich es dann an meiner älteren Schwester verkauft. Hatte mir dann den Nissan 370Z gekauft. Auto von 43.000. Danach. Oh mein Gott, Beppo. Danach hatte ich ja den Unfall, weil die Olle im Winter einfach auf der Überholspur stehen geblieben ist. Bekam ich die volle Summe zurückgezahlt von der Versicherung und habe mir dann einen Scirocco R gekauft. Und der sieht aus wie ein kleiner, wie sagt man das? Auf der Kirmes, diese Autos, die ineinander rennen die ganze Zeit. Hey, lass meinen kleinen Scirocco in Ruhe. Er ist klein, aber fein. Wieso gar nicht, dass du sagst, er fährt deinen Traumwagen. Warte mal, hat er gerade Scirocco gesagt? Ja. Im Weißen, naja. Jetzt noch. Ja, hat sie noch. Ja. War er noch hier, vorletzte Woche. Können wir mal ganz kurz in das Auto klauen? Nein. Hast du ein Foto, bitte? Geh auf meinen Insta. Audi ist eh immer noch das Beste. Wie heißt du da? Warte, das müsste... Ich bin auch pro Audi. Wenn du Milani, Andy, ich schreibst. Wir haben alle Audis. Ja, was für ein Audi fährst du? Ich habe eine A1. Ich höre nicht. Kevin hat ein A3. Milani, Andy. Aber A4. A4, siehst du? Beppo, warum habe ich dich nicht auf 5 Dingens? Blöde Wimpener. Ich folge dir jetzt auch. Ja, da steht da ja. Oh mein Gott. Hast du nur dieses eine Foto drin, ne? Ja. Oh mein Gott. Ein kleines Baby. Ich hab ihn schon gesehen. Er stand vor meiner Tür. Das ist ein Traumauto. Geil. Das ist geil. Das ist wirklich geil. Und was für ein Audi fährst du? Na, eins. Kevin A3. Meine Mom fährt Mercedes. Du A4, wie A4. Ja. Also, den Scirocco war kein Traumwagen, weil ich bin eigentlich grundsätzlich reiner Japaner-Fan. Oh, was bist denn du für einer? Bei mir ist wirklich VW. Beppo. Ich bin auf deiner Seite. Also der VW Scirocco, das ist wirklich... Also wenn ich irgendwann einen Führerschein besitze, dann ist es das mein Traumauto. Das Auto geht in einem Unfall zusammen wie eine Ziehharmonika, ne? Ich sag's dir nur. Ich habe Sciroccos gesehen, da war nichts mehr da vom Scirocco. Weil jemand hinten reingerannt ist. Ich sag's dir nur von der Versicherungs-Sichtweise. Beppo? Ja? Lieblings-JPN? Lieblings bleibt noch immer der 34er. Fast and Furious. Aber ich werde ihn mir auch kaufen, also sobald ich dieses Jahr nicht verkacke bei der Polizei, werde ich ihn mir kaufen. Was heißt das, dass du nicht verkackst? Was bist du denn wieder für einer? Ah, bei das Examen. Ja. Im Dezember, ne? Ja, wenn ich aber es... Aber nicht hinfallen dieses Mal. Wenn ich es schaffe, dann werde ich mir definitiv mir ein GTR kaufen. Ich will einen Mini Cooper. Den alten, nein, nicht den neuen. Also sowieso, den Unterhalt kriege ich gedeckt. Also als Polizist verdiene ich netto so um die 6.800. Ja, ich verdiene echt viel hier. Diese Penner, die nichts machen. Lelex. Ja gut, wir machen auch alle Schichten. Ich mag keine Polizisten. Das
dass wir wirklich umziehen müssen. Wir ziehen einfach zu denen mit hin, wir nehmen meine Eltern mit. Dann verdienen wir genauso viel, dann können wir auch genug Geld ausgeben. Weißt du, wie viele Ausländer bei uns arbeiten? Nee. Beppo, wie groß ist unsere... Ist über 50%, Es sind 51% Ausländer bei uns im Land. Ja, ja. Die kommen jeden Tag über die Grenze aus Frankreich, Deutschland. Die wohnen da, kommen hierher arbeiten und dann... Wir haben Portugiesen, die kommen hierher arbeiten, bis sie ihre Rente haben. Dann verpissen sie sich mit der Rente in Portugal, dann sind die da die Könige. Die können halt Portugal kaufen. Was? Ja, du lebst wie ein König in Portugal, wenn du hier gearbeitet hast, weiß ich nicht. Ja, natürlich. Ja. Die haben Preise. Wie für Türken in Deutschland. Die bezahlen da eine Immobilie, die kostet nur 20.000 und das ist dann eine Finca. Ja. Die Türken gehen in Deutschland arbeiten am Tag für 100 Euro. Die gehen in der Türkei arbeiten am Tag für 2, 3, 4, 5 Euro. Ja. Also das Verhältnis, ne? Die gehen mit dem Vielfachen einfach zurück und sind da dann. Wie kann denn ein so großes Land wie Deutschland denn auch so arm sein, jetzt mal ernsthaft? Es geht nicht ums Armsein, es geht einfach darum, der Marktwert. Guck mal, Luxemburg ist super schwer zu erreichen. Das heißt, die mit Marktware zu versorgen, kostet. Und das sorgt dafür, dass die Wirtschaft in Luxemburg einfach viel, viel angehobener ist. Deutschland ist super leicht zu versorgen. Wir haben so viel Wasser in der Nähe mit so viel Häfen. Wir können über Schiffe versorgt werden, wir können über unsere deutschen Autobahnen versorgt werden. Ja, aber das heißt auch noch lange nicht, dass du dann gucken musst, wie du dir irgendwas bezahlst. Bei euch ist auch die falschen Leute bekommen die Hilfe. Ja. Also wenn ich meine deutschen Assis jetzt gucke und ich höre dann, dass die Bürgergeld kriegen, weil die da ein bisschen geheult haben, kriegen die Bürgergeld für 2 Jahre und nicht arbeiten müssen. Und andere können sich keinen Führerschein leisten, obwohl die Vollzeit arbeiten gehen. Es tut mir leid, da muss das Land sich ein bisschen Fragen stellen. Ja, ja, das ist wirklich so. Ich meine, Führerschein, was kostet bei euch ein Führerschein? Um die 1200. Meine Eltern haben den. Was? Weißt du, wie viel ich hier zahlen muss für einen Führerschein? Deswegen kann ich keinen machen. 4.000 bis 5.000 Euro. Echt? Was muss ich denn da machen, dass der so teuer ist? Ist einfach angestiegen. Ich habe für meinen damals noch 3.000 bezahlt. Was? Ich müsste meine Eltern fragen, aber... Meine Schwester hatte so einen Betrag. Die war bei 4.000, aber weil die auch 12-mal durchgefallen ist. Ich habe 2 Wochen Crashkurs gemacht und mit 0 Fehlerpunkten bestanden. Und habe trotzdem 3.000 hingeblättert. Und bei mir ist es der Anfang, das muss ich am Anfang bezahlen. Ich müsste also meine Eltern fragen, aber so teuer war es nicht. Also ich war so um die 1200, ich musste die Fahrprüfung wiederholen. Ich musste sie nicht, ich habe alles geschafft beim ersten Mal. Ja, bei mir hat der Wichser mich absichtlich in der Einbahnstraße reinfahren lassen. Guck mal, ich nehme mir einen Kredit auf von 10.000 Euro, versuche damit den Führerschein zu machen und mir ein kleines, halbwegs zerbrechliches Auto zu kaufen. Das war's. Aber das darf ja auch nicht sein. Das darf einfach schon nicht... Ja, aber 10.000 Euro, das ist wirklich... Die kosten schon Autos knapp 5.000 Euro, dass du einigermaßen was Vernünftiges kriegst. Die 10.000 Euro zahlst du in Deutschland auch innerhalb der nächsten 5 Jahre dann zurück, ne? Wo du monatlich 200 Euro dann dafür hergibst. Also das ist schon... Das sind wieder 200 Euro, die dir fehlen zum Essen. Ja, und das 5 Jahre lang. Ne? Dafür, dass du ein Auto fahren kannst. Ja, ich habe hier die Wohnung hier. Ich habe sau viel Geld geliehen. Und ich bezahle auf die nächsten 40 Jahre. Also ich verkaufe die Scheiße, was irgendwann passieren wird. Und dann, Uns war eben bewusst, als wir das hier gekauft haben und das Geld von der Bank bekommen haben, dass wenn meine Oma stirbt, was sie nicht soll, ich habe es nicht gesagt, ist das hier abbezahlt. Das war halt unser Gedanke dahinter. Und dann ziehe ich wahrscheinlich in das Haus meiner Eltern und meine Eltern ziehen hoch in den Norden. Ja. Weil meine Eltern wohnten da unten, die Straße runter. Bei uns ist das alles ein bisschen komplizierter, aber das schränkt uns im Leben nicht ein. Wir sind trotzdem glücklich.
Ja, aber sie will ja ein Squishmallow haben. Ja, das sind Kleinigkeiten. Das sind Kleinigkeiten, die mich glücklich machen. Das ist genauso wie wenn er mal mit einer Rose nach Hause kommt und wenn es nur eine ist, ich kann heulen. Deswegen habe ich auch geweint, als Beppo mir dieses Spiel geschenkt hat und du dann auch noch Hogwarts, da war bei mir. Habe ich nicht verstanden. Ja, aber ich bin. Ich bin Mutter Teresa. Ich helfe jedem Obdachlose oder Gott weiß was. Ich bin auch die Person, die in die Stadt geht und dann die Obdachlosen mitnimmt und mit denen einkaufen geht. Aber das ist halt nicht verständlich. Wir kennen uns gar nicht so lange. Oder ihr beide, ihr habt das getan. Aber das heißt ja aber trotzdem nicht, dass du nicht was Gutes verdient hast. Das heißt ja aber nicht, dass du kein guter Mensch bist oder dass du es nicht verdient hast, was du bist. Und sorry, ich fand das übelst traurig, dass du bei 30 Euro echt überlegt hast. Und sag ich, wir kann dir doch nicht ihr Ernst sein, sie überlegt, für 30 Euro auszugeben. Ob ich eins von den beiden Spielen kaufe? Mir ist es so scheißegal, ob du jetzt in 6 Monaten, in einem Jahr sagst, Kim, geh fick dich und hier und da. Weil in der Zeit jetzt habe ich dir eine Freude gemacht und das ist das Einzige, was mir reicht. Ich brauche nichts zurück. Weil also das ist genau wie mit Salva. Ich habe Salva den Controller geschenkt. Er war glücklich darüber und jetzt hat er mich blockiert überall. Jetzt muss ich dich kurz unterbrechen. Ich würde sowas nie im Leben sagen. Ich bin sowieso auch traurig, dass meine andere Freundin Sassi, mit der wir Wichteln gemacht haben, dass sie sich nicht mehr bei mir meldet. Ich bin ein Mensch. Ich vergesse Menschen nie. Und du bist ja auch zum Beispiel, das hat Pascal ja auch schon gesagt, du bist mir von der ersten Sekunde an bist du mir ans Herz gewachsen. Das kannst du machen, was du willst. Aber die ist voll verkatert. Also die war noch nicht mal richtig auf den Beinen, weißt du. Und erstmal im Discord-Call, ich muss Bescheid sagen. Ich war gar nicht mal richtig bei mir. Mir war einfach nur wichtig, dass ich dir Bescheid sag, weil wir eigentlich verabredet waren. Du, pass auf, ich habe zu viel gesoffen. Ich kann gerade gar nicht. So, das mache ich auch wirklich nur, wenn ich wirklich Menschen mag. Ja. Nee, also wir haben ja auch letztes Mal darüber geredet. Ich weiß nicht, ob es mit nee, es war mit Marcel, habe ich ja auch gesagt. Guck, Moni und Pascal, wie sie sich eingelebt haben bei uns. Haben wir nicht oft. Oder Beppo, wir haben auch viele komplizierte Fälle gehabt. Aber guck, Kiki zum Beispiel ist eine mega krasse Ratte. Oder Beppo, also kannst nichts anderes sagen. Ja. Was habe ich gemacht? Kiki wollte. Bei uns war es so, Kiki wollte anfangen zu streamen. Ich habe ihr eine Capture-Card geschenkt von 150 Euro. Damit sie streamen konnte. Ah. Ich habe ihr die einfach geschenkt. Nach Hause geschickt und gut war. Und jetzt ist sie eklig. Nee, sie vergöttert mich, aber sie ist eklig zu euch. Ich verstehe sowas nicht. Wie viel Geld hat Avi mir aus der Tasche gezogen letztes Jahr, Beppo? Richtig viel. Wir haben dir noch oft genug gesagt, mach das nicht. Ich hab ungelogen für diesen Typen, weil der mir so wichtig war, bestimmt über 2000 Euro rausgeblättert. Ich hab ihm die Einkäufe bezahlt, ich hab ihm alles bezahlt, weil er genau in der Situation war wie ihr. Ich hab ihm sogar seinen Drogen bezahlt, also ich hab ihm alles bezahlt. PlayStation, alles. Wieso fühlt man sich dabei denn nicht schlecht? Er hat sich gar nicht schlecht gefühlt. Na. Aber mir ist es im Endeffekt egal, weil er hat... Keine Ahnung, ich hab eine gute Tat gemacht. Er hat die schlechte Tat gemacht. Ich war ein guter Mensch. Ich habe es reines Gewissen gemacht. Er hatte zu essen. Das hat mir gereicht. Ja, du hast gutes Karma für die Zukunft. Deswegen. Das muss ich aber kurz sagen, diese Frau hat ein verdammt großes Herz. Und mir wurde sehr oft ins Gesicht gespuckt. Was ich nicht verstehe. Also, wie gesagt, ich habe es schon zu Pascal auch gesagt, ohne dass wir ihn voll waren. Das war so, dass ich mich freue, wenn du endlich hierher kommst und wir uns sehen, genauso wie endlich einen scheißfickigen Krog essen können. Wirklich. Ja, wir sind am Plan. Ich muss euch im Vorfeld schon sagen, ne, Krog essen heißt rumsauen, ne? Also. Ist kein Problem. Manieren ja, das ist wie nicht. Bei uns, wenn man an Dürüm isst, da hat man auch zum Schluss alles in den Händen. Als ich den im Stream gegessen habe. Wer nach dem Krog-Essen noch saubere Finger und sauberes Gesicht hat, der hat falsch gegessen. Das Ding muss da irgendwie reingehen. Ja, also wir sind noch mit Marcel am Plan. Es ist jetzt so, dass wir normalerweise Anfang Juni kommen, von Montag bis Samstag.
Ich muss noch mit meinen Eltern gucken, weil die Hunde bekommen. Und ja. Okay. Sowieso, danach ist Gamescom, da geht Marcel auch mit normalerweise. War ich auch noch nie. Das ist auch so eine Sache. Ein Kumpel meinte, ja, Gamescom kann ich mir nicht leisten. Ich bezahl's dir. Disneyland mit meiner besten Freundin, sie kann es sich nicht leisten. Sie ist in eurer Situation. Ich bezahl's dir. Und das ist nicht, weil ich damit flexen will, aber ich will den Leuten einfach eine Freude machen. Ja, du hast halt die Möglichkeit, ne? Ja, und wenn ich anderen helfen kann... Ich würde genauso machen. Genau. Das so ist einfach... Saskia hat das ja auch für ihre beste Freundin gemacht. Das fällt mir gerade auch wieder ein. Saskia ist auch mit ihrer besten Freundin ins Disneyland und ich habe zu ihr gesagt, ob sie mir hier diese großen Mickey, ja, also Minnie-Maus-Ohren mitbringen kann. Und hat sie gesagt, sie tut's. Und ich habe den Kontakt abgebrochen. Ja. Das verstehe ich nicht. Ich habe ihr nie was Schlechtes getan. Du hast Geld für sie ausgegeben, ich habe Geld für sie ausgegeben, wir haben es alles losgeschickt. Ja, sie hat natürlich uns auch was gegeben. Aber sie hat gesagt, so von wegen, ja, sie hat uns mehr hinzugepackt, als das Budget war. Das stimmt, ist... Das stimmt nicht. Frag Beppo, wir haben ja dieselbe Situation mit Salva. Oder Beppo? Ja. Salva war mein bester Freund und alles. Und er war sogar hier. Er ist von München hierher geflogen für 3 Tage. Und vor einer Woche hat mir gesagt, geh fick dich, du hast einen ekelhaften Charakter. Hab mich überall blockiert. Bastard. Und ich hab ihm so viel, ich hab ihm Pokémon-Karten, ultra viele Pokémon-Karten, Playstation-Controller, voll viele Sachen von One Piece, also... Ja. Die Leute sind ekelhaft. Ich kann es nur so sagen. Das ist Wahnsinn, wie viele Menschen einen falschen Charakter vortäuschen. Aber das ist, was ich meine. Guck, obwohl diese Leute jetzt so ekelhaft waren, heißt das nicht, wenn ich Moni jetzt diesen Squishmallow da schenke, weißt du, dass dasselbe passieren wird. Das Risiko besteht ja immer. Ja, natürlich. Aber man darf sich von sowas... Guck mal, ich bin auch so, normalerweise... Weil ich wurde auch schon so oft von irgendwelchen Menschen so einen Arsch gefickt und... Und trotzdem, jeden neuen Menschen, den ich begegne ich so wie jedem ersten, den ich begegnet bin, weil... Ja. Nur weil einer so war, hieß das nicht, dass alle so sind. Guck mal, du kennst mich jetzt seit vielleicht... Sagen wir jetzt mal, du kennst mich jetzt seit 7 Jahren und in den ganzen Jahren, wo du mich kennst oder auch diese Beziehung her... Pascal ist zum Beispiel so, was jetzt, das ist das beste Beispiel, Valentinstag angeht, er macht eigentlich nie was. So, und letztes Jahr bin ich nach Hause gekommen und er hat nur einfach gesagt, oh nein, guck dir das nicht an und so. Und ich bin extra ja nicht auf WhatsApp gegangen, weil ich war die ganze Zeit unterwegs, den ganzen Tag über. Und ich habe nichts erwartet am Valentinstag, gar nichts. Ich habe ihm was Kleines gekauft, habe mich gefreut, ihm was zu schenken, war so richtig voller Begeisterung und er hat sich im Badezimmer eingesperrt. Mach die Zimmertür auf und ohne Witz, der ganze Tisch war voller Rosenblättern. Da waren Kerzen, da war ein Disney-Jogginganzug und ganz, ganz viele Rosen. Zwar keine rote Rosen, weil er hat alles abgesucht. Jede Stadt, die wir hier in der Nähe haben, nach roten Rosen. Nichts gefunden. Da hatte einer denselben Plan wie ich. Der Wichser, der kam mir zuvor. Ich habe so bitterlich geweint, weil ich mich so darüber gefreut habe. Es ist auch nie, wenn mir jemand was geschenkt hat, dass ich gesagt habe, oh ja, du bist richtig scheiße. Meine beste Freundin zum Beispiel, die hat mir meine Nikes, hat sie mir gekauft und zu Weihnachten geschenkt. Und ich habe ihr zu Weihnachten einen Hut geschenkt im Wert von 15 Euro. Sie und ich, wir haben jetzt gerade im Moment keinen Kontakt, weil sie viel arbeiten ist und ich habe auch viel zu Hause zu tun. Jetzt habe ich heute angefangen, habe ich gefragt, wie es meiner Mom geht. Kurz habe ich ihr das erwähnt, wie es so ist und so und... Niemals würde ich so ein Mensch sagen, was ich nicht kann. Das kann ich gar nicht. So ein. Ich nehme jeden auf. Ich habe auch schon obdachlos Geld gegeben. So. Ja, aber das sind einfach. Das sind. Ich. Keine Ahnung, was die Beppo sieht, aber ich hätte es von Salva nicht erwartet, oder? Nee, so wie ich ihn kennengelernt habe, war er nicht so drauf. Ich weiß auch nicht wieso. Auf einmal kam er ja einfach nicht mehr in den Chat und so. Es kam von heute auf morgen. Da war ganz viel dahinter. Ich würde euch ein Buch, mein letztes Cent geben. Es ist mir scheißegal, wie so ein Herz ist. Ja, ich bin auch so, ne? Also Geld spielt für mich sowieso keine Rolle. Wichtig ist Gesundheit und glücklich sein. Und glücklich sein kann man absolut ohne Geld.
Das stimmt. Und dafür brauche ich kein Geld. Wenn ich irgendwann Geld habe, klar, dann kann ich mir Situation kaufen, aber ich kann mir niemals Glück kaufen. Überleg mal, du versuchst gerade im Lotto zu gewinnen. Ja, natürlich versuche ich im Lotto zu gewinnen. Ey, ich will auch von meinem A4 auf einen A6 hoch. So was soll ich machen. Aber das ist halt einfach. Am Ende des Tages ist es doch einfach nur wichtig, dass man so Menschen um sich hat, mit denen man zufrieden ist. Und das habe ich momentan. Also ich kann mich nicht beklagen. Genau. Alle sind in einem gewissen Ausmaß sind sie gesund. So, bei deinen Eltern ist jetzt momentan ein bisschen scheiße, so, aber deine Mom kommt wieder auf die Beine, dabei der Papa wird das auch wieder werden. So, meine Eltern sind auch in gewisser Maßen gesund, klar. Wir werden halt älter, so, ne, aber wir beide sind gesund. Ja, überleg mal, wie viel sich auch meine Eltern mit uns kümmern, ne? Wie oft hat meine Mutter, ich und Mutti einkaufen waren, das weißt du einfach. Da habe ich Mama erzählt, was los ist, dass wir kein Geld haben zum Essen kaufen, weil wir nur ganz wenig Geld haben. Und dann hat Mutti gesagt, du weißt, was ich bezahle. Das weißt du gar nicht. Das heißt, wie oft Mutti unseren Einkauf bezahlt hat. Weil ich ja einfach gesagt habe, du Mama, bitte, ich muss dir was sagen. So, ich würde gerne halt mehr kaufen, ich möchte gerne halt auch, weiß ich nicht, ich hätte gerne die Babybells. Die kosten ja hier 4 Euro oder so. So kannst du die kaufen, weil ich möchte sie halt gerne haben, aber wir haben nicht mehr so viel, wenn wir das brauchen, wie wir essen. Ah, ist schon krass. Das sind so Sachen, die ich nicht verstehe, weißt du? Jetzt habe ich das Bedürfnis, sie so viel Geld zu geben, um mit ihr einkaufen zu gehen. Ich meine, jetzt weißt du, das hast du ja selber erzählt mit deinem Auto. Und da habe ich ihr das eben auch gesagt, dass wir jetzt zum Beispiel ja auch diesen Strom haben. Weil das Auto ist wichtiger, ist das Auto. Oh. Ja gut, das ist halt einfach. Aber ich finde, sowas darf nicht sein. Ich finde, bei sowas wie Lebensmitteln darf es nicht sein, dass du einen Cent umdrehen musst, ob du dir eine Scheibe Toast oder... Weißt du? Das darf nicht sein. Ja, ich finde das auf der ganzen Welt, ob es jetzt Amerika, Afrika oder so, ich finde einfach, Menschen sollten, weißt du, Zugang zu Medizin haben, zu Lebensmitteln, zu gesunder und sauberer, ne? Das sehe ich auch so. Wenn all die Penner da, die Elon Musks und all die Penner, die Jeff, wie heißt der Baser oder der Penner, wenn die mal ein bisschen Kohle springen lassen würden, so wie Mr. Beast. Ich schwöre, die Welt wäre ein anderer, wäre anders. Aber nein, die müssen ja da Raketen ins Universum schicken, weil wir irgendwann auf dem Mond wohnen. Ja, da zahlen sie ja auch nicht ihr selber Geld für. Das wird ja auch finanziert von irgendwelchen Sponsoren. Ich check sowas nicht. Stell dir mal vor, wenn wir kleinen Menschen schon so viel bewirken können mit unserem kleinen Geld, was die Leute mit ihrem Geld bewirken könnten, wenn die so überlegen würden wie wir. Es ist anders. Also bei Jeff Bezos und bei Elon Musk, ich habe ja ihre Autobiografie gelesen und ich weiß auch, wie die vorher gelebt haben. Jeff Bezos kommt nicht aus einer reichen Familie, Elon Musk kommt aus einer reichen Familie, er ist ja eigentlich Afrikaner. Ja, ja, das weiß ich, er weiß es. Er ist in Kapstadt geboren und hat dann über Harvard, aber hat nie das Geld von seinen Eltern in Anspruch genommen. Und da, wo er heute steht, hat er auch eigenständig mit seinem Bruder sich dahin gearbeitet. Jeff Bezos hatte ein überaus grausames Büro und ich weiß noch, anfangs Amazon, wo Amazon angefangen hat, war ich knapp im Gymnasium. Und es lief schlecht, es lief richtig schlecht mit Amazon und Amazon hat auch nur knapp die Kurve bekommen. Und alle großen Betriebe heutzutage... Die waren nicht darauf ausgesessen, jemals so groß zu sein, was sie heute sind. Und ich finde es sehr beeindruckend, wie die Leute da sich hochgearbeitet haben. Und ich finde es auch nie fair, wenn man sagt, die hatten es einfach. Die haben alles auf eine Karte gesetzt und haben ihre Existenzen darauf gewettet. Ja, definitiv. Ich würde auch nicht sagen, dass sie es leicht hatten, genau. Aber... Die haben jetzt halt die Möglichkeit, sowas zu machen. Und natürlich machen die auch was, ne? Die machen viele Spendenorganisationen und sowas. Aber das ist halt so, das ist so organisatorische Sachen. Guck dir Mr. Beast an, was sie schon meinte. Mr. Beast
haut einfach random auf der Straße irgendwelchen Leuten Geld in die Hand. So, und da geht das Geld nicht in eine Organisation, wovon dann Leute bezahlt werden, wo dann nur noch die Hälfte übrig bleibt, bevor dann das Geld investiert wird, was dann Spedition noch gekostet. So, am Ende kommt dann von dem Geld, was Elon Musk zum Beispiel investiert, sagen wir 100.000, von dem Geld kommen dann letztendlich 20.000 auf 20.000 Leute an, so hat jeder einen Euro mehr. So, das ist halt... Wo da ich, ist er anders, da ist er anders, da ist er cleverer. Wo ich wirklich geil fand in einem Interview, weil das hatte ja jemand mal geäußert bei Elon Musk, wieso setzen sie sich nicht so viel für Spenden ein? Und die Aussage fand ich geil damals. Er sagt einfach, ich werde erst Geld spenden, wenn ich zu 100% gesagt kriege, was man mit diesem Geld macht. Aber ich werde kein Geld in eine Organisation reinpumpen, wo ich nicht weiß, wer dieses Geld kriegt. Und das stimmt, weil Johnny hat mit ihm geredet. Weil Johnny arbeitet ja für Tesla und Elon Musk. Und er hat mit Elon Musk darüber geredet und er hat genau dasselbe gesagt. Und da meinte ich, eigentlich hat er schon recht. Weil, wenn du ja diese, wie heißt diese Dinger da? UNICEF, gibt es das in Deutschland? Ja, ich glaube schon. Ja, natürlich. Da hast du ein Patenkind. Ich bin mir nicht sicher, ob dieses Patenkind jeden Euro sieht von dem, was du spendest. Ob es überhaupt existiert. Genau. Da bin ich mir safe sicher, dass das alles in UNICEF irgendwie reingeht, in ihre Tasche. Natürlich, das sind ja auch Angestellte und die müssen ja auch irgendwo von irgendwas bezahlt werden. Und die werden sicherlich nicht mit Bildern von irgendwelchen afrikanischen Kindern abgespeist oder so, sondern die müssen Geld kriegen. Ich finde das so schrecklich. Ja, aber die kriegen dann Gehälter von 8.000, 9.000 Euro teilweise gezahlt. Wo ich dann sage, muss das sein für eine Organisation, die rein aus Spendengelder bezahlt wird? Ja, natürlich nicht. Aber das ist wie in der Politik. Die Politiker kriegen auch bestes Geld. So, dafür, dass sie ab und zu mal im Monat sich da hinstellen, eine Rede halten und sonst unter der Woche halt dumme Dinge tun. Und die kriegen das bezahlt, als würden die da, weiß ich nicht, eine neue Währung erfinden oder so. Also es ist halt völlig überbezahlt. Mir geht es einfach nicht in den Kopf, so wie Moni gesagt hast, wie du einfach nur so einen Charakter haben kannst. Wie kann es sein, dass du eine Person auf der Straße siehst, die bettelt, die kein Essen hat? Dass du den Becher wegkickst. Ja, sowas geht nicht. Weißt du, dann ich bin so eine Person, ich sag, komm, was willst du essen? Ich geh dir was kaufen. Und dann ging ich dem eine ganze Tüte voll kaufen. Er kriegt kein Geld, wenn uns geht der Alkohol kaufen. Okay, aber du musst in Hamburg musst du vorsichtig sein. In Hamburg gibt's eine Mafia. Ja, bei uns auch in Luxemburg. Ja, und da setzen sich dann Leute hin, die verstecken ihre Beine, tun so, als hätten sie keine. Ja, das haben wir auch. Sitzen, ja. Und das wurde beobachtet. Die sitzen da 8 Stunden am Tag, sammeln quasi Geld und werden dann hinterher von so einem richtig protzigen Mercedes, irgendeine AMG-Klasse, werden die eingesammelt, können ganz normal dahin laufen. Und das ist halt... Ja, ja. Also man muss da wirklich aufpassen, wem man Geld gibt. Aber wenn ich jetzt auf dem Kiez zum Beispiel bin, die da sitzen, da erkennt man wirklich, wer sitzt da täglich und wer sitzt da einfach nur mal heute, weil er da von einem Mercedes rausgelassen wurde. Und wenn ich da wirklich jemanden sehe, dem geht's scheiße und der hat sogar noch einen Hund dabei, ey, was willst du da machen? Wenn wir jetzt gerade so über Obdachlose sprechen, muss ich mal kurz Revue passieren lassen. Meine Schwester hat mir nämlich mal geschrieben, es gibt einen Kumpel von uns, den kenne ich ja schon, seitdem ich ein kleines Kind bin, weil ich bin früher immer in Haus der Jugend bei uns hingegangen. Und der heißt halt Kai. Das war und da sagte meine Schwester immer so, ja, Kai ist obdachlos auf der Straße in Hamburg und der sitzt da beim Kiez. Bitte was? Habe ich dann nur noch gesagt, Alter, du musst bitte herausfinden, wo er genau sitzt. Und da hatten wir jetzt gerade zum Beispiel auch nicht so viel. Und ich wäre aber losgegangen, hätte Essen geholt für ihn. Sonst wäre mir alles scheißegal gewesen. Hauptsache, ihm geht es gut, weil ich kenne ihn von früher. Wie kannst du nur so weit gesunken sein? Ja. Nur dann war bei ihm halt im Leben halt alles schiefgelaufen. Aber er ist aus dem Loch wieder rausgekommen. Dann habe ich ihn mal vor kurzem wieder gesehen gehabt. Dann habe ich mich halt angesprochen gehabt und hieß er auch zu ihm. Und ich sagte, hey, da muss ich mal was Unangenehmes fragen. Und dann sagte er, ja, was ist denn los? Ich sagte, ja, aber Scheiße, du warst auf der Straße, Hamburg Kiez und so. Und ich sagte, was ist denn da passiert? Hat er mir halt erzählt. Ich habe ihm gesagt, ich bin schon bewusst, als Beispiel, dass er das gesagt hat, ich bin schon bewusst, dass er das gesagt hat.
Sag doch. Wenn du nichts hast, kein Geld, gar nichts, du sitzt auf der Straße und hast nichts zu essen. Du kannst doch verhungern irgendwann, ey. Fängst du doch an, keine Ahnung, Steine zu fressen von der Straße. Kaugummi-Ersatz. Lars. Ne. Naja, das ist krass. Das ist krass. So, wenn ich mir mal was gönne, dann sag ich in mir, manchen Leuten geht es schlechter als mir, es ist nicht schlimm, wenn ich mir was gönne. Aber das ist ja nichts gönnen. Ja, okay, das ist irgendwie ein scheiß Ansatz, ne? Nee, also, ist eigentlich, wenn man. Also, es ist nicht schlimm, wenn ich jetzt sage, ich kaufe mir mal was für, weiß ich nicht, die einen Schuh, die ich mir gekauft habe. Ich habe mir mein eigenes Geburtstagsgeschenk gekauft. Ich habe Schuhe für 150 Euro gekauft. Und den ganzen Monat gar nichts mehr. Also, wie gesagt, es ist nicht schlimm, wenn ich mir jetzt mal was gegönnt habe. Oh. So. Ist ja nicht verkehrt. Das wird mich doppelt, oder nicht? Nee. Bei mir ist die Sache einfach, ich verstehe dich, weil meine beste Freundin, sie sind zu vier Kinder. Die Mutter arbeitet nicht. Und sie ist halt in derselben Situation wie ihr, weißt du? Was war immer so, ich war immer die. Weißt du, hübsche Klamotten, sie war immer mit den Kick-Klamotten oder so. Aber... Ja, aber ich versuch's so zu erklären, weißt du, und keine Ahnung, deswegen, ich habe immer gesehen, wie es bei ihr war. Und mir war das eigentlich wurscht, weißt du, wenn ich mir was gekauft habe, habe ich automatisch es viermal nochmal gekauft für sie und ihre Schwestern. Dass wir dann alle was hatten von den Sachen, oder... Weißt du... Wie gesagt, wie mit dem Disneyland. Ich weiß, dass sie dahin will. Sie kann es nicht leisten. Ja, dann. Aber nur für Leute, die es verdient haben. Und Leute anscheinend, die es nicht verdient haben. Ja, aber das ist halt selbstverständlich. Ich weiß ja nicht, wie sie es macht. Ich finde es krass. So. Ich wäre aber genauso. Und ich wäre auch in der Einstellung genauso. Ich würde es halt. Wenn ich es immer hab, so, ich würde jeden Menschen irgendwie gönnen und wenn der Mensch sich dann verpisst, ja gut, dann ist das halt so, aber ich für mich weiß, ich habe in dem Moment was Gutes getan. Genau. Das halt. Das Ding ist ja auch, ich wusste ja nicht, dass man bei Steam zum Beispiel was verschenken konnte. So, und ich wusste halt auch nicht, dass der Bruder in dem Moment alle haben wollte. Ich wusste sowas nicht, weil ich mein Vorteil machen kann, ja. Aber nicht bei sowas wie Steam oder so, und dann kommt auf einmal, ja, wir haben... Geschenk erhalten mit Wasser. Das war so ein richtiger Schockmoment. Und dann kommt er halt gleich kommt Kim gleich um die Ecke. Ja, aber weißt du, wenn solche kleinen Sachen dir Freude machen, weißt du? Ja, das ist doch das. Das finde ich zum Beispiel das Geile, gerade weil ich beide Seiten kenne. Früher, als ich jünger war und halt meine Familie wohl haben oder so. Da waren so eine Kleinigkeiten halt wenig wert. So, und später, als sich dann alles so gewandelt hat, mein Vater hat dann irgendwann, er hatte zwei Unternehmen und war nicht mit meiner Mom, sondern mit einer anderen zusammen, mit der hat er die Unternehmen auch geführt und die ist dann irgendwie die hat in der Firma gestanden und mit mal hat sie nur A geschrien, so, und er hat von oben, er war gerade an der Druckermaschine da und hat runtergeguckt und hat gesehen, wie sie umfällt und die hat irgendwas im Gehirn gehabt und ist einfach umgefallen und tot gewesen. Und da hat mein Vater dann quasi, weil er gar nicht wusste, wohin mit sich, wollte er einen kompletten Neuanfang. Er hat die Unternehmen ihrem Ex-Mann gegeben. Er hat die Immobilie ihrem Ex-Mann gegeben, weil die noch eine Tochter zusammen hatten. Er hat die Autos verkauft. Und hat quasi komplett von null angefangen, hat da irgendwo die Straße hieß Fuchsersteck. Weiß ich noch, das war so eine Zwei-Zimmer-Bude, aber so in so einem Bungalow. Und er hat sich damals, als ich war da zu Besuch, Wochenende da und er wollte sich abends wollte Pizza machen und hat die Pizza einfach mit Folie in so einen Topf gepackt. Also so, er war einfach komplett durcheinander durch den Wind und aufgeschmissen mit der ganzen Situation. Und da fing quasi diese zweite Geschichte meines Lebens an, dass ich quasi kennenlerne, wie das ist, wenn man nichts hat. Also wirklich in dem Sinne nichts, ne? Weil meine Mom
hat ja zu dem Zeitpunkt auch nicht gearbeitet und in dem Sinne Hartz IV bekommen. Mein Vater hat quasi nur so nebenbei Schwarzgeld verdient, so was er an Privataufträge noch machen konnte, abseits des Unternehmens, weil das war ja dann nicht mehr da. Ja, natürlich, mein Vater war komplett abgeschottet. Also ich habe ihn auch alle Jubeljahre mal gesehen. Das war ganz selten, dass ich ihn mal zu Gesicht bekommen habe. Weswegen ich heute auch die Zeit, die ich da mit Papa habe, extrem wertschätze. So, aber der Zwischensprung dazwischen, was ich eigentlich erzählen wollte, so damals waren 30 Euro für mich halt, das war so Taschengeld. Mein Vater hat früher immer, wenn er so unterwegs war, er hat nie mit Kleingeld bezahlt. Immer mit Scheinen. Und das heißt, abends, wenn er nach Hause kommt, hat er eine ganze Tasche voll mit Kleingeld. Alles 2-Euro-Stück. Und dann abends hat er dann gesagt, greif mal rein und alles, was du rauskriegst, darfst du behalten. Und ich habe da jeden Abend bestimmt so Huni in der Hand gehabt und quasi, weißt du, so als Taschengeld, aber jeden Tag. So, deswegen waren 30 Euro in dem Verhältnis, dachte ich halt damals so, dass wir nichts gewesen. Und jetzt, wo das alles nicht mehr ist, man selber auch arbeitet und überhaupt erst so einen finanziellen Überblick hat, weiß man, also zumindest bei uns, 30 Euro, das kann dir mal eben so eine Woche retten, weißt du, so, das ist schon crazy. Den ganzen Kagaradatsch und ich bin mit ihr verabredet gewesen zum Shoppen und ich habe von meiner Mama habe ich so 60 Euro gekriegt, dass ich davon mir, weiß ich nicht, ein paar Klamotten kaufen konnte. Und dann hat ihre Mutter mich gefragt, weil ihre Mutter weiß, dass wir nicht viel Geld haben, dass wir halt, sag ich jetzt mal, arm sind, weil es so nun mal war oder immer noch halbwegs ist. Hat sie dann gesagt, okay, ich gebe dir auch 60 Euro mit. Was macht meine Freundin? Die sagt, wir müssen nochmal kurz zu meinem Papa. Sie wird zu ihrem Vater gefahren. Sagt sie zu ihrem Vater eiskalt, ja Papa, kann ich noch Geld haben zum Shoppen? Mama hat mir nur 60 Euro gegeben und damit kann ich nichts kaufen. Ich muss zu Nike und so. Und ich nur noch, Alter, das ist doch nicht dein Ernst. Deine Mutter hat das mit Absicht gemacht, weil sie ganz genau weiß, wie wenig Geld wir haben. Guck mal, ihr Vater gibt dir nochmal einen Huni in die Hand. Dann geht sie die eine Tür weiter zu ihrer Oma. Oma, hast du 50 Euro für mich? Ich möchte gerne shoppen gehen. Und dann hat ihre Oma ihr auch noch 50 Euro gegeben und dann sind wir losgefahren. Und ich habe sie angeguckt, ich sag mal. Das finde ich irgendwie jetzt nicht so witzig. Ich sag, du weißt ganz genau, wie das bei uns ist. Ich sag, deine Mama hat das gemacht, damit es gleichberechtigt ist, sodass ich mich nicht jedes Mal schlecht fühle. So, dann waren wir halt fertig mit Shoppen und ich habe halt nichts mehr gehabt. Sie hatte ja noch eine Menge gefühlt. Und dann sind wir nach Hause gefahren und ihre Mama hat mich dann gefragt, wie es dann war. Und ich sag, ja, wie es halt ist, nur ist deine Tochter. Und die hat natürlich wieder Geld ohne Ende gekriegt. Sie sind auch zu ihrem Vater gefahren. Und da war sie auch richtig sauer, weil sie es nicht verstanden hat, wieso sie das getan hat. Weil das macht man halt einfach nicht. Ja, weil es eine egoistische Ziege ist. Genau, und dann zum Beispiel auch ihr iPhone damals. Wir sind direkt daneben ins Kneipe gewesen, hat ihre Mama ein bisschen gearbeitet. Und sie geht rein und sagt, ja Mama, ich brauche ein neues Telefon. Der Bildschirm ist ein bisschen gerissen. Ja, nee, du kriegst das erste neues Telefon, wenn es gar nicht mehr funktioniert. Kommt sie raus, nimmt dieses Telefon und knallt das auf den Fußboden mit voller Wucht vor mir. Und sagt, ja, jetzt muss ich erst recht ein neues Telefon kriegen. Was tut ihre Mom? Sie kauft ihr neues Telefon. Dass du überhaupt mit so einem Menschen befreundet bist. Mit ihr war ich befreundet, einfach nur, weil ich gedacht habe, ich fühle mich dann besser, weil sie Geld hat und man vielleicht was erleben konnte. Ja, aber sie ist trotzdem ein scheiß Mensch. Ja. Was ist das? Du kannst mega befreundet sein mit einem Menschen, der kein Geld hat und einen super Charakter hat, wie so mit so einer ekligen Ratte. Ja, aber das ist witzig doch in der ganzen Geschichte. Sie lebt jetzt im Ausland, unser Traum von mir und ihr damals, dass wir beide im Ausland wohnen. Naja, ne? Doch, ich wollte das früher auch. Ja, aber sie lebt nicht im Traum. Nein. Nee, mittlerweile nicht mehr, weil sie der Meinung war, ihre Mutter für 3.000 bis 4.000 Euro zu klauen, weil sie auch ihre Rechnung bezahlt hat. Klamotten. Ja, weil sie kein Geld hatte.
Den Mercedes, mit dem sie da rumgepostet hat, der war auch fake. Auch vom Kumpel, genau, aber ja, das ist halt. Wirklich, davor war das wirklich, sie hatte richtig viel Geld. Sie hat das überall irgendwo hier reingesteckt, keine Ahnung wohin. Und jetzt ist sie an so einem Punkt, wo ich angelangt bin. Und dann hat sie sich irgendwann mal bei mir gemeldet, hat mich gefragt, kannst du für mich nach Ägypten fliegen und mir mein iPhone bringen? Ich hab nur gesagt, bist du bescheuert? Ich flieg doch nicht nach Ägypten und bring dir dein iPhone. Wer bin ich denn, dein Lakai? Nein, niemals. Die wohnt in Ägypten? Die wohnt in Ägypten, ja. Ja, kann sich ja da eintauschen lassen gegen Kamelen, aber keine Ahnung. Erwartet die von dir, also. Oh. Ja. Genauso, wo wir geguckt haben, wir wollten ja eigentlich Urlaub machen dieses Jahr. Hat sie auch gesagt, ja, kommt nach Ägypten oder so. Nee, ich wollte nach Paris. Ich wollte endlich mal Paris sehen. Ich möchte den Eiffelturm sehen und entdecken. Ich will. Aber Paris. Paris ist schrecklich. Ja, es tut mir leid, aber das ist wirklich. Es ist ein übelstes Dreckloch. Das ist wirklich traurig. Nee, ich bin da geboren, Bruder. Ja, aber trotzdem. Banlieue. Nee, ich bin in Paris selbst geboren. Ich war nicht in Banlieue. Gab's da eine Bushaltestelle, wo du geboren wurdest? Ich bin im Eiffelturm geboren. Unser erster Urlaub, das wird wirklich. Ich möchte zu meinem Opa gehen. Ich hab da derzeit. Warte mal, ich bin jetzt 22, rechne mal von 4 bis 22. Und wo ist dein Opa? Italien. In Italien, da ist er begraben. Zuletzt war ich da, da war ich 4 Jahre alt. Ah, ich glaube, dieses Jahr müssen wir budgettechnisch nochmal Ostsee machen. Ja. Mal gucken. Dieses Jahr kommen wir. Ich gehe jetzt mal eine rauchen mal. Dieses Jahr kommen wir nach Hamburg. Das ist eine gute Idee, Beppo, ich mach da mit. Ja, bleib du mal bei Kim, dann ist sie nicht allein, das ist eine gute Idee. Rauchen schadet sowieso der Gesundheit. Nein, nicht direkt in Rom, er ist ein bisschen neben Rom. Echt? Ich kann immer jederzeit meine Oma fragen, sie gibt mir die genaue Adresse. Guck mal. Kim, ich schicke dir jetzt kurz ein Foto. Jedes Mal wieder ein Schlag in die Fresse ist. Wirst du auch so erkennen. Und das oben links? Mein Papa. Ich möchte so gerne meinen Opa wiedersehen. Einfach nur zu seinem Grab fahren, aber das geht budgettechnisch nicht. Eigentlich reicht das nur, wenn ich meinen Vater angucke. Dann habe ich meinen Opa schon vor mir stehen. Oh Gott, die sehen ja genau gleich aus. Oh, der ist in Italien. Ich wollte jetzt schon seit 5 Jahren oder so. Nehme ich mir mal vor, nach Italien zu sparen, aber es gibt immer was dazwischen. Ganz knicken Disneyland, so wie du es mit deiner besten Freundin machst, will ich auch schon seit. Keine Ahnung, wie lange. Guck mir lieber Videos im Internet an oder hier auf YouTube dann, wenn Leute da durch das Disneyland gehen oder so. Und dann mache ich da, gucke ich das so und tue so, als wäre ich da selber da, weißt du? Ja, aber man kann Disneyland eigentlich auch billig gestalten. Du musst es halt nur planen. Das stimmt. Du musst halt nicht in die teuersten Hotels gehen. Nee, das sowieso nicht. Aber wir wollten ja dieses Jahr in den Urlaub fahren, nicht an die Ostsee. Ich möchte gerne fliegen mit dem Flugzeug. Mein Mann ist noch nie mit dem Flugzeug geflogen.
Aber mit dem Auto ist aber viel praktischer. Ja, ich weiß, aber dieses Fliegengefühl, also das, wir sind ja einmal in die Türkei geflogen mit meiner Familie, dann hat meine Oma am Lotto gewonnen, hat sie uns alle eingeladen und das war so ein schönes Gefühl. Und mit dem Auto, ja, ist einfach, aber er müsste alles alleine fahren. Ich ablösen. Deswegen war das ja sowieso, also ich habe das ja von Anfang an nicht verstanden, wieso ihr beide das getan habt, dass ihr mir das geschenkt habt. Da war gar kein Hintergedanke. Ja, auch eine Freundin meinte, ich hätte das dankend abgelehnt, also das ist ja ein bisschen doll, dass du sowas annimmst. Fühlst du dich gar nicht schlecht? Ich sag, natürlich fühle ich mich schlecht. Ach Quatsch, das ist auch wieder so ein Mensch, das musst du gar nicht zuhören. Quatsch. Das sind Menschen, die dir nichts gönnen. Deswegen werfen sie dir so einen Kommentar ins Gesicht. Ja. Weil glaub mir, hätte sie die Sachen geschenkt bekommen, hätte sie sie genauso liebend gern angenommen. Das Einzige, was sie jetzt vor kurzem gemacht hat, sie hatte mir etwas mitgebracht, weil ich darum gebeten habe. Weil sie hat da an mich gedacht, du weißt ja, ich bin ein Disney-Freak. Ich habe hier diese Funko Pops. Naja. Und davon habe ich so eine Glitzer-Version. Die war runtergesetzt von 10 Euro. Mach mal. Sollte sie mir mitbringen und dann hat sie mir hier diesen Squishmallow gezeigt und habe ich gesagt, oh ja, der ist toll und so. Und dann sagt sie, ja, da wären noch mehrere gewesen und so. Und ja, hättest du was gesagt, hätte ich dir mitgebracht. Ich sag ja, kommst du nicht von alleine drauf, mich vielleicht, weiß ich nicht, mich zu fragen, so, hey, soll ich dir sowas mitbringen oder so? Sie hat gesagt, ich wusste sowieso, dass du den nicht kaufen kannst. Oha, wow, so einen Kommentar werde ich nie machen. Guck, meine beste Freundin war jetzt zu meinem Geburtstag hier. Und, ich habe auch so welche. Sie war hier und, nee, sie war an meinem Geburtstag hier und sie meinte, sie spielt die ganze Zeit auf der Switch so ein Spiel mit kleinen Hunden. Little Friends. Aber sie würde das Spiel nicht finden. Okay, und ich wusste ganz genau, wo ich das Spiel herkriege. Also bin ich samstags einkaufen gefahren, hab's mitgenommen, ihr Geschenk und gut ist. Sie hat aber auch gefragt, wie viel hat das gekostet? Und meinte ich so, muss ich dich jetzt belügen? Oder wenn ich dir den Preis sage, hältst du die Klappe? Aber sie hat sich dran gewöhnt. Mittlerweile nimmt sie es an. Ich wollte Pascal letzten Monat wollte ich ihm Avatar kaufen, weil er hat überlegt, was er kauft. Power World oder Avatar? Ja. Hat Power World gekauft. So, Avatar hat er liegen lassen. So. Deswegen, also, wir sind das gewohnt. Ja. Das ist schon gang und gäbe. Hey, wie gesagt, ich erwarte nie im... Ich, das Einzige, was ich erwarte im Gegenzug, ist Respekt. Das ist das Einzige, was ich erwarte. Der Rest ist mir scheißegal. Ich will nur Respekt. Ich meine, hätte ich da schon meine Kamera angehabt, ne? Als ihr beide das gemacht habt, ihr hättet die Tränen gesehen, schwöre ich dir. Ich weiß gar nicht, hast du die gesehen? Hast du zwischenzeitlich rüber geguckt? Ja. Ich hab's gesehen. Cry, baby, cry. Nee, also ich kann dir sagen, weder Beppo noch ich erwarten was zurück. Wie gesagt, es ist nur der Respekt. Mir reicht der Respekt. Ja. Den hab ich ja sowieso. Und das haben ganz viele Menschen nicht. Ich hab dir gerade meinen Opa gezeigt. Wie ähnlich der Opa sieht, ne? Nur ähnlicher als Zwillinge. Boah, ich glaube, ich werde aber auch gleich ausmachen. Ich werde langsam echt müde. Ich muss aufstehen in 5 Stunden. Warum bist du dann noch wach? Ich muss in 4 Stunden aufstehen. Ja, ich hab so eine Idiotenweiterbildung heute. Ich werde so ausrasten, ne? Idioten dürfte man nicht weiterbilden. Nee, also ich werde da sitzen und mir denken, ich könnte jetzt irgendwo anders sein. Ich freue mich schon auf das dumme Gesicht meines Chefs, wenn ich morgen anrufe. Ich, Chef, ich komme heute aber nicht arbeiten.
Ich hab heute zum Arbeitskollegen gesagt, kannst du mich bitte die Treppe runterschubsen? So. Ich sag auch nicht, dass du es warst. Ich hab echt keinen Bock mehr. So, ich werde jetzt ausmachen. Ich auch. Eine schöne Nacht. Wir hören morgen. Jo. Danke gleichfalls. Beppo, streamst du noch jetzt oder was? Ich streame noch ein bisschen, bin gar nicht müde. Ich hab 2 Stunden geschlafen. Ja gut, ich kann sowieso die ganze Woche schlafen. Ja, danke Beppo. Ich nicht. Komm, Kim, 24er. Heute saß ich auf der Arbeit und ich dachte mir so um 8, ich habe Kevin angerufen, meinte ich so, ich glaube, ich nehme Urlaub heute Mittag, nur um zu schlafen. Meinte ich so, scheiße, ich muss mir am Freitag auch schon Mittagsurlaub nehmen, das ist ja schon zu viel. Wobei, jetzt nee, also, wenn es heute nicht geht, ich schwöre dir, ich gehe nach Hause. Ich, ne, fuck drauf, ich bin weg. Ne, ich werde zwar auch ausmachen, weil ich werde eher noch etwas an den Projekten arbeiten. In 2 Wochen habe ich Event. Was für ein Event? Anime Vokal. Oh, ja, ich habe, das ist hier in Luxemburg, ne? Ja. Ich habe überlegt, da hinzugehen. Ist das cool? Soll ich da hingehen? Du kannst ruhig vorbeikommen, ich habe hier einen riesen Stand. Shoppen. Ja, das sowieso. Da gibt's genug Merch zu kaufen. Ja, ich überleg mir das. Na gut, ihr Lieben. Dann gehen wir jetzt schlafen. Ein bisschen Zucker. Ja, unbedingt vorm Schlafen gehen nochmal. Hier steht noch ein Energy. Ja, lass mal lieber zu. Wow. Naja, nee, ist offen eigentlich. So, mein iPad lasse ich liegen. Passe ich nicht mehr an. So, meine lieben Leute, ich gehe schlafen. Ich bin heute wieder sowieso da. Ich bin immer hier. Ich habe keine Freunde sonst. Ja, wir auch nicht. Ne. Dann schlaf gut, Leute, und dann sehen wir uns später. Okay. Bis dann. Ciao, ciao.